Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Genau, guten Morgen. Schönen guten Morgen an euch. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Ich hoffe, euch geht's gut. Nee, wir haben heute einen tollen Cast, denn wir Prime League geht wieder los. Und Erik ist unterwegs. Ja, moin. Ja, man kennt dich vielleicht noch von Alpha Banger, beziehungsweise Amogus. Oder einfach Alpha. Ja, was auch immer. Einige Renames schon durchgemacht. Ja, also schön, dass du dabei bist. Immer gerne. Ja, ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich zuletzt gecastet habe. Ich hoffe, das geht für den Sound her. Falls es irgendwelche Probleme gibt, falls er zu laut ist oder das Mikro zu schlecht ist, dann sagt Bescheid. Dann gucken wir, ob wir da was machen können. Aber bis jetzt sieht alles gut aus. Ist das ein Stereo-Mic? Was auch immer das heißt. Ja. Wir haben gehört, es gibt heute kleine Spectator-Bugs. Ich hoffe mal, dass das dieses Match nicht betrifft. Aber wir werden schon sehen. Ja, Riot Ja. Games wird bestimmt mal ein Auge zudrücken für das Debüt jetzt hier. Ja, ich hoffe auch. Also, da müssen Sie einfach mal Stereo. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist einfach ein Kondensatormikrofon. Ich kenne mich mit Mikros recht wenig aus. Es hat einfach so ein Standmikro. Oder Hängmikro. Es hängt halt in der Luft. Aber ich glaube, den Begriff gibt es nicht. Ja, Prime League ist schön. Wir sind im Jahr 2024. Manch einer hat uns vielleicht so ein bisschen verfolgt, als wir True Cup hatten. Und apropos True Cup. Ich bin lauter links als rechts. Okay, warte, ich versuche das mal zu fixen. Jo, kein Ding. So, jetzt hoffen wir, dass es ein bisschen besser ist. Also ich sehe auch gerade, ich übersteuere manchmal ein bisschen. Deswegen stelle ich mal den Pegel ein wenig runter. Und hoffe, dass das irgendwie jetzt so geht. Falls nicht, ist das whatever. Da müssen wir jetzt mit klarkommen, I guess. Oh, die Gegner haben Wenn auch das leider. das größte Problem ist, ich habe es auch gerade gesehen, ich habe es Gut. schon am Start. Super. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Wir können vielleicht mal kurz über die Teams reden. Ich habe natürlich so ein bisschen was vorbereitet. Gerade wenn wir mal einen Blick auf die Teamhistorie werfen, dann sieht man, wie sich quasi Critics so langsam immer weiter nach oben gearbeitet hat. Man hat quasi angefangen mit einer Kalibrierung mit 2 Wins in die 8. Liga gekommen. Dann immer weiter verbessert, dann halt 8. Liga aufgestiegen, beziehungsweise über Cali dann auch qualifiziert. Letztendlich wäre es egal gewesen. Und dann hat man den 6. Platz gehalten. Ja. Klingt doch Das auf jeden sehr. Fall Ja? Sorry. klingt auf jeden Fall nach Fortschritt. So, Also sieht sehr dann kann man dann konstant natürlich aus. gespannt sein. Ja, aber ob es jetzt in diesem Split wahrscheinlich dann der nächste Schritt gemacht werden soll, ob man da wieder sich ein bisschen höher positionieren kann. Ja, und für True Side geht's quasi, es ist der Anfang. Man hat 4 Wins geholt in der Quali. Das reicht dieses Mal für Div 7 oder für die 7. Liga, so wie davor auch. Ja, also, aber ich denke mal, die Ambitionen sind dann doch, auch gerade wenn man mal auf die Elos schaut. Wir sehen hier bei Critics, sehe ich jetzt, also zumindest letzte Season, ein Silber, 2 Gold, 2 Platin. Und ich glaube, ich will nicht zu viel sagen, aber ich glaube, True Side ist da ein bisschen besser aufgestellt. Sollte hier Favorit sein, würde ich auch sagen.
Aber auf dem Papier sagt man das natürlich immer so leicht. Wie das dann jetzt in-game aussieht, ist halt dann natürlich auch noch fraglich. Aber Elo ist nicht immer alles, das wissen wir selber. Haben auch schon gegen die größten Bot-Teams verloren und gegen die craziesten Motherfucker, oder wie nennt man sie, einfach gewonnen. Also, man, das muss nicht unbedingt was heißen. Aber ich denke mal, so ein bisschen Ansprüche hat man auf jeden Fall von True Side. Und ja, darum soll es halt gehen, ne? Ich möchte vielleicht, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, 14 Minuten oder so, bis es wahrscheinlich losgeht, beziehungsweise 10 Minuten bis zum Match-Zeitpunkt, in die nochmal vergleichen, so ein bisschen. Ja, weil Kritiks als Orga, man kennt's. Und ich finde es schön, dass ich dich heute zum Cast mit dabei habe. Auch du durftest schon gegen Kritiks spielen. Ich habe hier mal den Orga-Vergleich und Oha. gerade wenn man sich die Prime League anguckt, das sieht halt echt nicht gut aus. Also man hat. Ja, das ist ziemlich langer roter Teppich, ne? Also. Also man hat gegen Critics Red Moon bisher dreimal gespielt und man hat halt alles verloren. Man hat angefangen mit Innovation am ersten Spieltag, wo man eben 0-2 verloren hat gegen ein Team, was eigentlich machbar gewesen wäre. Und deswegen musste man dann quasi mehr oder weniger absteigen oder halt nochmal sich über die Quali in Div 7 reinspielen. Und dann hatte Critics, war auch irgendwie ein Abstiegskandidat, haben sie gegen unser Main Team gespielt. Damals sind sie noch True Informatica und die sind da ja auch aufgestiegen in Div 6. Und ja, dann haben sie sich entschieden, wir treten mal nicht an. Irgendwer hat den Ready abverkackt. Ich weiß gerade nicht mehr, wer der Bösewicht war. Und deshalb ist Critics quasi nicht irgendwie mit True Innovation in den Tiebreaker gegangen, sondern hat halt die Klasse gehalten. Und kurz danach sind sie uns gejoint. Sehr gut. Und dann gab es noch ein Match von im Summer Split, im letzten Spieltag gegen True Amogus. Da kannst vielleicht du was zu sagen. Ja, ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher, ob wir da überhaupt angetreten sind oder ob da die Moral schon so dezimiert war, dass da gar kein Spiel mehr gab. Ich kann das gleich mal eben nachschauen. Also ihr seid auf jeden Fall nicht mehr angetreten. Das war der letzte Spieltag und irgendwie hatte ich hier keinen Bock mehr. Okay, ja, genau. Ja, da gab es die eine oder andere Komplikation, um es mal so zu formulieren. Ja, aber ich glaube, die haben in unserer Div damals. Vor zwei Splits war das jetzt, ne? Auf jeden Fall sehr gut performt. Sind, glaube ich, auch aufgestiegen als Erster, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, die waren da, sind einfach durchgerannt. Das ist schon Da so. haben wir uns dann wahrscheinlich gedacht, es geht eh um nichts mehr und wir spielen jetzt mit drei Substitutes oder halt einfach nicht und können nichts gewinnen, nichts verlieren. Dann nehmen wir lieber die Stelle nicht auch noch mit oder irgendwie sowas. Also, was Prime League angeht, heißt es heute die quasi, wie sagt man, die Pechsträhne reißen lassen oder so und halt zum ersten Mal zumindest einen Win holen. Aber ich glaube, das ist auch so das, was man als Mindestes, womit man als Mindest heute rausgehen möchte. Also Ja, das denke ich auch. Also irgendwann muss auch die Winstreak anfangen hier. die Sache ist halt mit Prime League, auch gerade wenn man vielleicht das bessere Team, wir wissen ja nicht, wer das bessere Team ist, aber vermeintlich. Du kannst irgendwie Genau. gecheest werden, ein Game, aber das passiert dir halt einmal und das kann auch gut und gerne passieren. Dann gehen wir für heute vielleicht 1-1 raus, aber ich denke schon, dass wir hier ein 2-0 sehen. Ich denke, das ist auch der Anspruch von True Side, dass man hier wahrscheinlich das 2-0 holt. Genau, und das ist natürlich auch ein großer Gewinn fürs Mental, wenn man am ersten Spieltag direkt schon mal zwei Wins mitnehmen kann und dann halt theoretisch ganz oben steht an der Tabelle, zumindest nach einem Spieltag mal. Und dann kann man mit mehr Motivation auch ins nächste Game gehen, weil man sich nicht direkt scheißt, jetzt haben wir schon geworfen oder weiß ich nicht. Ja, ist auf jeden Fall einfacher, mit den Siegen quasi reinzugehen, als Genau. gegen den Abstieg spielen zu müssen. Dann muss ich dazu sagen, wir hatten Critics, wie hießen sie nochmal? Critics Valhalla, genau.
hatten wir im True Cup und sie haben fünfmal gegen True Teams gespielt. Also quasi die maximale Anzahl an Spielen gespielt, die man spielen konnte, nämlich 7 Stück. Und ja, da haben sie zweimal gegen Innovation gespielt, zweimal gegen Plannable, wie sie damals hießen, und wie hießen sie jetzt? Divine hießen sie genau. Und gegen Not True. Ja, und da konnten wir jetzt so ein bisschen zeigen, dass wir vielleicht doch nicht, dass wir da vielleicht doch auch irgendwo mal Punkte holen können. Aber gut, es ist der True Cup, es ist die Off-Season, deswegen werten wir das mal nicht so hoch. Ja. Genau, die Prime League ist das, wo es jetzt zählt. Und da wäre es jetzt natürlich sehr wünschenswert, wenn wir da jetzt was anderes als 0-2 sehen würden. Ich denke, das ist auch gar nicht so unrealistisch, dass das passiert. Wir werden es auf jeden Fall gleich sehen. Ich freue mich drauf. Ja, also ich freue mich auch sehr darauf. Wir können vielleicht noch mal auf die Gegner oder die Gruppe schauen, gegen wen wer denn hier so alles in der Gruppe ist. Und da gibt es nämlich ein paar Gesichter, die man kennt. Einmal läuft schon das Spiel von den Rockin' Raccoons gegen Salty Sea Serpents. Als ich den Namen gelesen habe, dachte ich mir auch, das ist so ein richtig geiler Name, den brauche ich auch. Nee, also ja. Und Rockin' Raccoons, RNR beziehungsweise ehemals MBS, kennt man natürlich noch von früher. In Wasteland, die damals in der Quali 24 zu 0 weggestompt und dann hat man noch sie in der Gruppe bekommen. Und die waren ja auch bei uns, True Warrior, der eine oder andere kann sich noch daran erinnern. Ja, also man hat da definitiv einige, die man kennt. Auch It's Only Sad wurden von den Trumis gestompt in dem, wie heißt das Ding, im Eisbrecher Cup. Also da freue ich mich natürlich drauf. Das ist eine interessante Gruppe, wo man so zwei, drei halt auch kennt. Da freue ich mich drauf. Ja, das ist auf jeden Fall immer noch mal besonders cool, weil man halt zu manchen Teams oder die schon mal gesehen hat irgendwo und praktisch schon so ein bisschen weiß, gegen wen man da spielt, das macht das ganze Ding dann noch mal ein bisschen mehr Hype, Ja. würde ich auf jeden Fall sagen. Ja. Ich möchte vielleicht nochmal anmerken, wir haben hier ein neues Overlay, wie man vielleicht sieht. Und aktuell sind wir auch, das ist gerade noch alles voll in der Entwicklung. Das heißt, falls ihr irgendwelche Vorschläge oder Ideen habt, könnt ihr es entweder in den Chat schreiben oder auf dem Discord schreiben. Im Discord, und da könnt ihr auch dann einfach mal euren Senf dazu abgeben. Wir sind da dran, dass wir das quasi noch besser machen. Und da freuen wir uns über jeden Vorschlag. Genau. Das ist so eigentlich so das, was wir hier in Zukunft vorhaben, hauptsächlich. Dass das alles nochmal einen Zacken besser wird. So. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, wir freuen uns einfach jetzt schon, wenn wir gleich hoffentlich in eine Lobby kommen und es dann bald losgeht. Ja, eine Lobby wäre schon mal der erste Schritt in Richtung ein eventuell auch funktionierender Spectator Mode. Ich will schon mal ein bisschen, könnte schon mal ein bisschen Werbung machen. Und zwar findet bald morgen Nachmittag findet der True Talk statt. Das heißt, da werden wir wieder über die Teams reden. Und wer quasi, also ja, wir reden halt darüber, wie es so aussieht, was man vielleicht erwartet, was vielleicht, wir werden uns so ein bisschen Gruppen angucken. Und da will ich schon mal ein bisschen Werbung für machen. Kommt da gerne mit dazu. Also da freue ich mich, wenn wir da vielleicht den einen oder anderen im Chat begrüßen können, vielleicht sogar den einen oder anderen Zuschauer, Gast einladen können. Ja, nur ein bisschen Werbung am Rande, weil mir jetzt nichts Besseres einfällt, als hier Werbung zu machen. Ja. Ist ja, denke ich, jetzt hier nicht verwerflich. Vielleicht ist man auch dann doch recht interessiert, was jetzt so bei den ganzen Teams abgeht, weil man da dann doch jetzt nicht so die massiven Insights hat während der Offseason, was jetzt so passiert ist und wie das jetzt aussieht Ich für den denke auch. ersten Split. Ich denke auch für den einen oder Könnte, anderen, denke ich, mal ganz interessant sein. für den einen oder anderen könnte das in der Tat gar nicht mal so schlecht sein. Zumindest wen es interessiert. Fühlt euch da nicht verpflichtet, irgendwie zu kommen. Wir hatten es ja beim letzten Mal, dass wir irgendwie jeden eingeladen hatten. Also, was für jeden aus
von den Teams quasi. Das war ein ziemliches Durcheinander. Wir werden mal gucken, wie wir das dieses Mal machen. Ich denke mal, das werden wir nicht nochmal so machen. Vielleicht laden wir den einen oder anderen mal ein, der unbedingt dabei sein möchte, mit dazu kommen will und so weiter. Aber ich glaube, diesmal werden wir gucken, dass wir das ein bisschen einfacher machen. Die meisten denken sich dann vielleicht auch, was wollen die jetzt von uns? So. Ich denke mal, es geht bald los, oder ich hoffe mal, es geht bald los. Eine Lobby haben wir hier schon? Oh ja, da ist eine Meines ist Lobby. es noch nicht. True Sight gegen Kritik. Okay, jetzt haben wir eine. Wunderbar. True Sight gegen Kritik. Passwort verrate ich mal nicht. Oh, ich werde eingeladen. Ein Wunder. Ja, ich habe es auch schon reingeschafft. Ah, du hast es auch schon drin. Ist dann so. Ich hatte den letzten Split einen geilen Moment. Muss ich sagen, das fand ich sehr witzig. Da waren wir irgendwie in der Lobby zum Casten. Und dann meinte so der Gegner, hey, warum sind jetzt die Liga-Admins ja auch mit drin? Das ist natürlich sehr stark. Das Ja, dann hat. müssen wir natürlich das Rigging anwerfen. Ganz sicher. So, ich trage schon mal jetzt hier alles ein. Mal gucken. Ich habe ein neues Overlay. Das heißt, ich kann nicht für nichts garantieren, dass ja auch irgendwas funktioniert. Aber wir hoffen mal das Beste. LEC Draft heißt der ganze Spaß. Okay, es scheint online zu sein. Das heißt, ich hoffe mal, wollt ihr mich jetzt verarschen? Ja, ich kann gleich den LoL Client streamen. Wunderbar. Jetzt nehmen die auch noch Red Side. Das heißt, ich muss die Teams nochmal tauschen. Das ist natürlich optimal, da freuen wir uns auch sehr. Ich werde hier getrollt. Sieht man auch nicht jeden Tag. Bei dem Tool wird das nur falsch angezeigt. Also wenn du das einmal swapst, das aktualisiert schon, aber steht da halt nicht richtig. Ja, ich trage es in meiner Config ein. Okay, okay. Und dann geht's hoffentlich bald los. Jetzt Discord, Discord, Discord. Ich bin ja komplett überfordert. So. Wunderbar. Und dann hoffen wir mal, dass es hier was Cooles gibt. Ich frage mich, ob es nicht allzu verwirrend ist. Mal gucken. So. Ja, sieht ja so aus, als würde es jetzt hier auf jeden Moment losgehen. Und da gehen wir hier auch in den Draft rein. Ich sehe, es stehen noch die falschen Teamnamen da und das ist noch nicht up to date. Das sollten wir aber gleich gefixt haben. Das Ja, heißt. immerhin die Namen hauen hin, also und es ist auch alles auf der richtigen Seite. Oh, ich habe das Falsche geupdatet. I'm sorry. Ja, und scheint auch so, als hätten wir hier schon direkt die ersten technischen Probleme oder der Draft wird auf jeden Fall remaked. Wunderbar. Freut mich natürlich sehr. Das Dann haben wir ist. jetzt aber natürlich auch Zeit, unsere Probleme hier zu beheben und können dann gleich auch mit einem wundervoll funktionsfähigen Tool in den Draft reingehen. Ja, also wenigstens haben wir ja das schon mal hingekriegt. Jetzt müssen wir nur noch den Rest hinkriegen.
Flo Critics. Ich vergesse immer, gegen wen die spielen. Also den Namen von dem Critics-Team. Ja, da bin ich jetzt auch kurz überfragt. Ich kann es natürlich Ja, ganz ich habe es gerade hundertprozentig bei denen gesehen. nachgucken. Critics Critics. Shadow, ja, das war ja klar, ne? Das muss ich nur wieder aktivieren, das Wissen. Garantiert. Ja, richtig so. Nee, ja, es gibt gerade technische Probleme. Und die werden jetzt wohl gerade behoben. Gut, dann hoffen wir mal, dass das jetzt wenigstens wunderbar funktioniert. Aber es sieht so aus. Ja, sieht gut aus. Das sollte funktionieren, wunderbar. Ja, die ersten Bands sind dann doch recht jungle-orientiert, würde ich mal sagen. Ja, ich denke auch. Natürlich immer, da gibt es einige starke Champions, die man halt sehr gut first picken kann. Dementsprechend wird man da jetzt dem entgegenwirken. Vor Jo. allen Dingen Lilia, finde ich persönlich, ist gerade sehr, sehr disgusting. Ja. Die werden hier direkt rausgenommen. So, jetzt Genau, geht jetzt das wird es auch. wirklich spannend. Was wird der First Pick für Critics hier werden? Ja, also jetzt geht's so richtig los mit dem Draft. Ich bin auch mal sehr gespannt, was sehen wir denn jetzt hier? MF. Ah, die Miss Fortune. Ach ja, gerade ein sehr. Hi, Fahrenheit. Ein sehr starker Pick. Aktuell in der Meta, einfach nur ein Meta-Pick, nichts anderes so zu sagen. Einfach sehr dumm stark der Champion mit den neuen Lethality-Items. Sehr anti-Fun dagegen zu spielen und halt auch immer natürlich grandioser AOE-Schaden im Teamfight. Aber dann halt auch recht anfällig während der Ulti, das muss man natürlich bedenken. Vor allen Dingen, wenn man jetzt hier gegen Maokai spielt. Oder generell gegen viel HCC oder Frontline. Das Kann Tyrell? das eventuell problematisch werden? Ja, die Rell ist natürlich hier wahrscheinlich auch ein Flexpick, würde ich jetzt mal von ausgehen. Ich denke auch, also es hat auch eine gute Synergie, würde ich meinen, die beiden Champs. Du ziehst halt die rein und dann kommt da die MF-Ult. Genau. Ja, okay, dann hat sich das jetzt auch erledigt. Leider. Vorausgesetzt, Sejani sollte jetzt hier gelockt werden. Ja, auf jeden Fall noch mehr Lockdown, dass man halt die MF-Ulti auf möglichst viele Leute connecten kann. Ja, der Maokai auf Seiten von True wahrscheinlich auch noch einen Flexpick. Eventuell sogar dreifach. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wo der dann am Ende hingeht. Ja, die Ashe, man lockt hier Konf also Ashe ist halt auch ein guter Pick into MF. Ashe ist generell ein Champion, der sehr viele Poke-Ranged AD-Carries, okay, halt Poke-AD-Carries eben matchen kann. Und deswegen entscheidet man sich wohl auch dafür, so ein bisschen reaktive Antwort sozusagen. Auf jeden Fall sehr stark über die Lane damit. Ja. Dann halt eventuell einfach den Snowball von MF verhindern zu können. Oder halt selbst zu snowballen wäre natürlich der Optimalfall. Wahrscheinlich kein schlechter Ansatz hier. Man bannt Definitiv. jetzt die Solo-Laner raus, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Dass man das auf die Midlaner setzt, weil man Top-Lane wahrscheinlich counterpicken wird. Auf Red Side. Ich weiß jetzt nicht, warum man Jhin bannt, also habe ich irgendwas verpasst und jemand spielt hier Jhin Solo Lane? Oder. Das ist eine gute Frage. Es könnte immer noch Ashe Support sein.
Ja, gut, aber jetzt mit dem Xin Zhao, ja gut, theoretisch kann es Mao Kai Top sein. Ja, der Xin Zhao war Theoretisch. ja noch nicht gepickt. Genau. Aber Swain. Ja, gut, damit hätte man dann natürlich sehr, sehr, sehr viel Frontline, aber bis jetzt fehlt dann abgesehen von MF doch noch der Damage. Ich kann jetzt vielleicht Wenn mal man hier kurz. einfach Amos treffen darf. Ich kann vielleicht mal kurz was sagen. Nico. Nico ist ein toller Champ. Und Nico war. Ist permabannt. Neunmal in der Quali gebannt gewesen. Und achtmal davon direkt als erstes. Also, bisher hatten die Gegner mal Angst vor der Nico, sodass wir sie nie sehen konnten. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie gut Nico auf Nico ist. Ich denke mal, dass es Nico Mitte ist. Ja, also jetzt sollten wir es auf jeden Fall wissen. Außer wir werden jetzt hier einen ganz spektakulären Draft sehen, aber dafür gehe ich jetzt mal nicht von aus. Genau, es ist Nico auf der Mitte gegen wahrscheinlich Swain. Ja. Haben wir den Xin im Jungle. Den Xin war so ein Champ, gerade zum Dings, zur Kalibri, als sie Kali war. Haben gesagt, Xin ist broken. Also, alle haben Xin gebannt oder gepickt. Ah, jetzt kommen wir so ein bisschen abgeflacht. Ich weiß nicht, wurde der genervt oder so? Keine Ahnung. Titanic Hydra wurde ein bisschen genervt, also sein ziemliches Core-Item, weil damit hat er halt mit seiner Q und Titanic Hydra die Interaktion, dass er halt, wenn er rein dasht, zweimal den Auto-Attack Reset hat und halt seinen Knock-Up halt praktisch direkt durchstackt, weil er mit Titanic Hydra schneller an den Stack drankommt. Und hat halt im Early Game enorme, ja, enormen Druck einfach, aber der Champ fällt halt auch hart ab. Ich denke, es waren einfach alle Hype dafür, dass Xin jetzt back ist, neue Items benutzen kann, dass neue Sachen macht und dann mal gedacht, das ist jetzt der Stuff. Aber mittlerweile hat man sich vielleicht dann doch den einen oder anderen Pick dagegen überlegt. Auch Jax wurde ja jetzt schon teilweise im Jungle gespielt und sah recht okay aus dagegen. Also, ja, wahrscheinlich hat man sich einfach ein paar Counter einfallen lassen. Oder es hat sich was rausentwickelt. Ja, Ja. weil der Champion war ja doch recht lange raus, würde ich sagen. Also den hat man ja vorher nie gesehen. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was es letztendlich dann ist. Also, was wir jetzt genau sehen werden. Ja, also ich muss sagen, beim auf den Draft angesprochen, auf beiden Seiten hat man hier doch recht viel Frontline, auf Seiten von Critics vielleicht noch eher so tankier Frontline, auf Seiten von True eher Bruiser. Und halt Maokai, also Maokai Ashe auf jeden Fall auch eine sehr starke Lane, liegt wahrscheinlich hauptsächlich an Maokai, der auch gegen Rell eigentlich super gut ist, weil die Rell halt niemals reinwehen kann. Ja. Ja, ansonsten wird es auf jeden Fall spannend. Wie, ob der Damage jetzt hier ausreichen wird für True, durch die gesamten Frontlines sich da durchzuarbeiten. Und oder ob der Damage auf Seiten von Critics genug sein wird, weil man halt sehr viele Tanks gedraftet hat. Ja. Also, ich bin mal sehr gespannt, wer hier gewinnt. Den Draft. Ich würde jetzt eben auch wirklich kein Team so geben. Ich finde, Top-Lane-Matchup könnte sehr schwierig für die Gwen werden. Vor allem, wenn der Jax das gut spielt. Okay, das ist auch wieder so ein toller Satz. Aber, Tatsächlich, ja. Aber erstaunlicherweise, wenn jemand was gut spielt, könnte er damit gewinnen. Ja, wer hätte das gedacht? Skill-based Game. Imagine. Keiner Sag wettet auf jetzt. Critics, das geht ja gar nicht. Das bringt ja gar nichts. Ist soll ich? Ah, zu spät. Ist gerade vorbei. Da wäre jetzt eine gute Quote drin gewesen. Da hätte ich jetzt Millionär werden können. Naja. Beim Schade. nächsten Mal dann. Wir haben ja jetzt nur noch 2,5 Minuten Delay. Das ist ja schon mal ganz nett. Oha, echt? Das ist ja Ja, crazy. aber es bricht irgendwie dann erst bei 20 Sekunden meist ab. Oder haben die den wieder rausgenommen? Ha! Ah ja, Ja, doch. es bricht bei Ich 20 lade Sekunden jetzt ab kurz und lädt rein. dann rein. So, wir laden jetzt gleich in-game und ich hoffe, dass wir auch wirklich in-game laden. Ich wette, dass das nicht intended ist von Riot Games, dass man bei 20 Sekunden reinlädt und dass einfach nur wieder irgendeine Interaktion passiert, die nicht passieren sollte und jetzt, ja, solange es noch funktioniert, wird es totgeschwiegen. Aber auch jetzt auch nur Nordtech. Also ich bin auf jeden Fall in-game jetzt.
Ja, ich lade auch gerade in-game. Ich merke gerade, ich sollte das vielleicht mal deaktivieren. Das sieht nämlich ziemlich komisch aus. Ja, das machen wir später mal. Das sieht Ja, nämlich ich sehe, was du meinst. Ja. etwas seltsam aus. So. Ja, ich bin mal gespannt. Also, es ist auch schön, True Sight hier zu sehen, in Action. Man hat so ein bisschen spekuliert, wo kommt sie hin? Div 6, Div 5, was wird's werden? Keiner weiß es. Okay, Div, es heißt ja nicht mehr Div, das heißt ja jetzt Sieger. Ich bin gespannt, was sie da Sind eigentlich rausholen. diese weirden Renames durch? Also heißt die Liga jetzt 6 Wackelpudding oder so? Oder war das nur, weißt du nicht, war das Troll? Es war Troll in gewisser Weise. Nee, die Okay, Prime League gut. hat gefragt, was die Leute davon halten, und die meisten fanden das ziemlich scheiße. Und dann hat man es eben nicht gemacht. Ich hätte ja gerne Yumis Katzenminze gesehen, aber okay. So, ich bin jetzt da. Bist du auch ready? Ja, also ich bin in-game 1 Minute 20. Okay, ja, dann gehen wir auf den Anfang zurück. Mache ich das so? Bist du? Tatsächlich Jo. runter. 3, 2, 1, go. Wunderbar, dann sind wir drin. Dann sind wir drin im Draft, Ersten oder? Game. Im Draft, Die genau. Splits, ja, im Draft, genau. Im Draft sind wir auch schon wieder raus. Und ich bin ein bisschen überfordert, aber wir kriegen das hin. Na, sicher. Ich muss das aktivieren wieder. Dann funktioniert der Spaß nicht. Ich krieg das bis zum nächsten Mal gefixt. Ja, das wird schon auf jeden Fall, wir sehen. Warum sieht Vielleicht man gleich nichts? League of Legends. Ich muss Ich reloade pausieren. mal. Okay, ich pause. Wir haben gerade technische Probleme. Man kann es irgendwie nicht sehen. So. Hä? Ah. So, wir fangen mal von vorne an. Ich zieh nochmal runter. Drei, Okay. zwei, eins, go. So. Mal. Dann sind wir jetzt wahrscheinlich auch richtig am Start. Ja. Hoffentlich auch zum finalen Mal. Herzlich willkommen, The Critics gegen Critics Shadow gegen True Sight. Genau. Also schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen bei unserem halbwegs semi-professionellen Cast. Massivst professionellen Cast, ja, auf jeden Man Fall. sieht es auf jeden Fall, wie professionell hier alles abläuft. Nein, also ja, wir sind super professionell hier. Genau, alles läuft hier von Anfang an. Wir haben nie Probleme. Der Client, das Overlay funktionieren in 100% der Fällen, also. Haben ein neues Overlay, wollten wir vielleicht kurz mal angesagt haben. Feedback dazu bitte gerne in den Chat oder einfach auf den Discord. Wir sind da gerade daran arbeiten und versuchen das natürlich so gut wie möglich zu machen. Das Gute ist, ich sehe jetzt nämlich auch als observender Caster genau, was die sehen. Die Zuschauer. Perfekt. Denn früher war es ein bisschen wild, da hat man irgendwie, man hat das Scoreboard oben nicht, oder halt oben das Scoreboard nicht gesehen, weil das halt reingedingst wurde. Also es war halt nur im, halt für mich nicht zu sehen, sondern nur im Stream. Ja, Und ich dann wusste ich weiß. nie, wenn man zum Beispiel oben was gezeigt hat, was oben ist. Ich habe es gesehen, der Stream hat es aber nicht gesehen, weil da dann das Scoreboard drüber ist. Ja, aber jetzt sollte es eigentlich wunderbar funktionieren. Hoffen wir, das bleibt noch so. Ja.
Ja, auf jeden Fall im Early Game hier bis jetzt nichts passiert. Ja, beide Jungler jeweils klären die Botzeit rein. Man hat Xin Zhao, glaube ich, gespottet gehabt, aber ansonsten Ja. bis jetzt keine intensiven Trades, nichts. Beide Jungler paar Fragen unten, glaube ich. Ja. Ja, Das genau. heißt, Also wahrscheinlich wird man dann an der Bot-Scuttle das erste Mal ein bisschen Action sehen, wäre jetzt so meine Prediction, aber da mal sind sehen. wir sehr gespannt. Geben wir erstmal der Top Lane die Attention, solange dieser noch verdient Ja, ist. Oh, das das war sieht gut. nach First Blood aus. Wir sehen das First Blood. Also, Und auf Ron Botlane droppt da passiert auch sehr was. low und ja, auf Botlane wird direkt weitergefightet. Ashe da mit gestacktem Lethal Tempo. Vielleicht hätte man da sogar noch was machen können. Wollen wir wahrscheinlich gleich ein Level 3? Nee, nevermind. Das ist natürlich ziemlich gut. Ja, auch auf der Mitte wird jetzt, also das First Blood scheint hier True Side auf jeden Fall beflügelt zu haben. Also überall wird jetzt hart reingetradet und auch ganz gut eigentlich. Ja, auf Bot will man natürlich ordentlich reintraden, weil man weiß, okay, Jungle ist around. Genau, aber auf der gegnerischen Seite weiß man das jetzt natürlich auch. Man hat die Sejuani mit der Ashe eh gespottet. Und jetzt wird es hier wahrscheinlich zum ersten Clash kommen. MF glänzt, aber der Ashe Slow ist dann doch zu stark. Und das sieht so aus, als wird auch noch die Sejuani an der Ashe stehen. Flasht auch noch. Oh, Rell probiert nochmal den Xin Zhao in den Turret zu insecten, aber das funktioniert nicht. Ashe cancelt den Auto-Attack und stirbt deshalb noch am Turret, ist aber executed. Triple Kill Und für die die Wave Ashe. geht rein, also. Ja, ungefähr wie erwartet, treffen beide Jungler auf der Botlane aufeinander, aber Xin Zhao hat sogar ein Camp geskippt, um eher da zu sein. Und das war auch sehr wichtig an dieser Stelle. Problem ist, man hat leider den Level-Lead gehabt bei True Sight und konnte halt die MF auch am Anfang des Fights schon super einfach runterfokussen. Jetzt Ashe natürlich extrem stark. Beide Seiten einmal alle Stumps reingehauen, außer Rell ihr Ignite. Und ja, jetzt wird es auf jeden Fall sehr spannend, was jetzt sich auf der Botside entwickelt. 2K Gold Lead hat man sich damit jetzt erarbeitet. Ja, also das ist doch schon mal sehr gut. Das ist ein Start, wie man sich wünscht. 4 zu 0 für True Sight. Als sie den Namen released haben, wir wollen True Sight heißen. Ich hatte das erst gar nicht gerafft. Ich dachte True Sight mit D geschrieben. Ja, also das war auch so eine Sache, da musste ich auch, ich weiß nicht, ich bin auch immer langsam in sowas, ne, aber da musste ich auch erst nachdenken und irgendwann habe ich mir gedacht, ah ja, ist ja actually smart. Ich dachte, sie so, weil sie immer die Blue Side genommen haben früher. Deswegen True Ist Side. ja auch objektiv die überlegene Seite meistens. Okay. Der ist ja nicht Hier sieht es umsonst. jetzt so aus. Man nennt sie ja nicht umsonst True Side. Oh, man hat Genau. den ersten Void Grub genommen. Ich habe die früher Void Krugs genannt. Ich auch, ich auch. Ich mache es auch immer noch ab und zu. Also, falls das gleich passieren sollte, ich weiß, dass die Void Grubs heißen. Weiß nicht, warum man sie nicht auch einfach hätte Void Crux nennen können, wenn es die Crux schon gibt und das einfach lila Crux sind, aber ist okay. Ja, vielleicht wollte man einfach, dass man nicht sich verwirren lassen kann. Ja, ich mach die Crux. Und dann rennst du dann da hoch. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier gesehen, dass beide Jungler sich hier für die Void Grubs entschlossen hätten. Also ich hatte schon wieder falsch im Mund, das so sagen kann, keine Ahnung. Ja. Xin Zhao hat zwei davon bekommen, Sejuani eine, also es wird auf jeden Fall schon mal nicht die sechs für eine Seite geben. Wird auf jeden Fall spannend, also spannend zu sehen auf jeden Fall, dass beide Seiten hier die Void Grubs über den Drake tatsächlich präferieren. Ja. Ja, aber der Drake wäre wahrscheinlich sowieso nicht anzuspielen gewesen für Critics, weil man halt auf der Botside doch sehr, sehr behind ist im Vergleich zu True Side. Ja, Und das wird man das jetzt einfach spricht jetzt securen. ja auch, also man hat jetzt den Vision, aber es wird nicht zum Steal kommen, sind so smited, glaube ich, den Drake. Ja, doch. Und damit hat man sich jetzt auch den ersten Drake gesichert, der Ocean Wir sind, Drake. glaube ich, ein bisschen out of sync. Warte mal. Ich bin Okay, bin ich jetzt bei vor oder Minute nach 7. Tier? Ja, doch, dann passt es eigentlich genau. Ah, okay, perfekt. Dann passt's.
Dann habe ich nichts gesagt. Ich habe einfach nur ein Delay im Kopf gehabt, glaube ich. Oh. Okay, auf Der der Wardlane wird Ghost. wieder engaged. Ash zündet ihr Ghost. Rell hat da keinen Flash und sollte tot sein. Ist demounted, also auch super slow und auch MF. Könnt jetzt hier noch sterben? Nee, nevermind. Auf der Toplane war es auch spannend. Aha. Jetzt bräuchte man so diese Replay-Funktion, so zwei so Observer und so. Das wäre cool. Genau, es ist aber auch so ein Phänomen, finde ich, wenn man castet, dass es passiert dann 3 Minuten lang gar nichts und dann müssen auf einmal Top und Botlane beide gerade hart skirmischen. Und dann sieht man nur eins oder beides so halb. Was man gar nicht mal so oft sieht. Genau. Weil man es ja auch eigentlich nicht macht. Aber gut, wenn es funktioniert. Beide Jungler hier so in der Nähe. Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt hier versucht, vielleicht für ein Desperate Play zu gehen. Und es scheint so, als wird das gelesen. Genau, also man wird hier probieren, den Jax zu ganken. Die Seju Ulti geht raus, connected. Gwen hat da probiert, den Flash zu predikten oder den Dash auf Dings im Sau oder so. Auf jeden Fall geht die Ulti da komplett ins Nichts, sonst wäre der Jax da eventuell auch tot. Supporter hier auch unterwegs, man weiß es aber nicht. Genau. Ah, auf der Botlane muss Ashe jetzt vielleicht aufpassen, dass man hier nicht sogar gedived wird. Haben auch kein Move, allerdings auch schon zurück. Und es sieht auch nicht so aus, als ob man dafür gehen wird. Auch auf der Topline hat es beides kein Resultat. Also von Critics 2 Ultis investiert, aber nichts bekommen. Außer den Jax Flash. Also auf den nächsten Rubs hat man dann sich vielleicht einen Vorteil rausgespielt. Aber ansonsten doch recht ruhiges Early, gell? Ja, also abgesehen von den 5 Kills, aber diese 5 Kills sind halt sehr einseitig und ich glaube, man hat also auch so ein bisschen auf Seiten von Critics Angst, da jetzt irgendwie einen schlechten Fight zu nehmen. Okay, Maokai geht da extrem deep. Ja, schiebt leider die MF in ihren Turret rein, deshalb kommt sie da vielleicht nochmal raus. Kann die Ashe allerdings auch mit ihrer Ulti da nicht töten. Und auch auf der Mitte wird jetzt wieder gefightet. Nico tradet da in den Swain rein und der Swain droppt recht low, also müsste eigentlich resetten, wenn da die Grubs gleich angespielt werden sollen. Also wenn Sejuani die jetzt ohne Prior auf beiden Lates anfängt, wäre das schon ausbaufähiges Play. Ja, der Jax hat es jetzt auch gespottet und wird Seju da rauszonen. Swain moved jetzt noch mit einem Mal wieder zu, aber. Man sieht, dass der. Sieht so aus, als würde ich den Song die auch einfach abgeben wollen. Und lieber den Botside-Jungle invaded. Ja, mein Gank jetzt top, aber. Jax hat zwar keinen Flash, aber sein Ward-Jump natürlich immer am Start. Damit hat man sich dann aber das Tempo auf die White Grubs. Genau das. Jetzt ein bisschen verspielt, fängt die jetzt trotzdem an, aber Jax hat das mit seinem Ward auf jeden Fall gespottet. Und es wird jetzt scheinbar direkt mit dem Crossmap-Play beantwortet. Botlane auf jeden Fall sehr low, also super diveable. Rell kann jetzt hier nochmal Maokai CC'en, aber das ist ein Maokai, den juckt das nicht, wenn der 2 Turret-Shots tankt. Genau, die Aggro wird hier nochmal gut geshared und die Botlane wird gedoublekillt. Ja, also man nimmt sich jetzt die 4 Void Grubs. Keiner kriegt den Bonus, das sieht man ja sehr oft. Also die Teams sagen so, eigentlich sind die Void Grubs mir egal, aber ich will verhindern, dass der Gegner halt irgendwie 5 hat. Oder wenn ich halt zufällig ein Ja. 5 spielen kann, dann let's go. Aber ja, wenn man dafür einen Dive kriegt und die Ashe jetzt mit 5 Kills, die ist auf jeden Fall gute Zerhält. So 2K, ja, sage ich mal nichts zu. Weißt du, was das zweite Item ist, was Ash hier baut? Also ich bin da noch ein bisschen outdated, aber Da muss es in meiner Phage. Welt baut es noch in. Ja, Trinity? genau, Baut sich aber Trinity noch aus Phage? ich Also habe keine Lina? Ahnung. Also. Oder wird das Black Cleaver? Das kann ich mir nämlich gar nicht vorstellen. Das kann ich mir auch wirklich gar nicht vorstellen. Also man hat natürlich viele Tanks, aber weiß ich nicht, ob man das gerne kaufen will. Also ich Also hoffe, ich es wird weiß dann es auch nicht. Trinity. Vor allem, weil wir jetzt sehen, dass man wieder auf, gerade auf so Ornithschems, vor allem auch auf Ashe, wieder mehr so in Richtung Blade First geht. Genau. Also ich bin Also. auf jeden Fall gespannt, was das dann jetzt hier werden wird. Meines, also keine Ahnung.
Letzte Season hat das auf jeden Fall nur in Highbreaker und Sterix gebaut, aber da hoffe ich wirklich, dass es nichts davon wird. Oder die Items bauen wahrscheinlich auch gar nicht mehr so, keine Ahnung. Also ADC Itemization geht jetzt wieder mehr in Richtung der, wie heißt es? Mehr in Richtung der, wie man Season 11 gebaut, Season 10 gebaut hat, bevor das Item Rework kam. So, Ja, die man. Ashe-Ulti geht jetzt hier nochmal Botlane rein. Ja, die MF-Ulti wird zum Zone eingesetzt. Rell muss rausflashen und man kann nochmal den nächsten Catch auf die Botlane von Critics hier verhindern. Ich habe die MF und gar Aber nicht auch den Drake hat wahrgenommen. man wieder verloren. Wild. So. Der Also die Port. Action geht hier auf jeden Fall auf der Botside ab, wie erwartet eigentlich. Meta passiert gar nicht so viel. Man hat einen Jetzt. deutlichen CS-Lead. Genau. Und jetzt spawnt auch bald der Rift Herald. Und das ist halt so ein Objective, wofür man gerne spielen kann. Und wir wollen natürlich die Riding Skills sehen. Jetzt mittlerweile sollte es Oh eigentlich ja. kein Problem mehr sein. Ja, also ich glaube, der Herald funktioniert theoretisch mittlerweile. Die Frage ist, ob das Gehirn von den Spielern immer funktioniert. Okay, Nico ultiert jetzt hier nochmal Sejo und Swain, kriegt nochmal beide gerootet, aber sollte hier trotzdem an der Swain-Ulti wahrscheinlich sterben. Oder kommt mit einer AP raus. Hat auf jeden Fall hier Die starke Welt Cinder gemacht. spawnen auf jeden Fall. Oder Die wie ich's. Infernal-Soul-Dinger haben da auch mal kurz Nikos Leben gerettet. Oder wie ich sie auch nenne, die Blazes. Blaze kommt durch die Blazes raus. Jetzt sehen wir direkt den Nun nächsten Ding. Dive, nur halt andersrum. Also, ja, man Ja. holt einfach Ja, den. man hat da. Genau, man hat auf jeden Fall die Botlane jetzt hochgeswappt, um sich da den Herald zu sichern. Und Gwen wollte sich dann da noch das vierte Blading auch noch eintüten. Das war dann doch vielleicht eins zu viel. Dementsprechend wird Gwen jetzt ja abgeholt und man Und könnte wir. jetzt eigentlich auch den Top-Turret nehmen, aber man entscheidet sich dafür, Xin Zhao am Herald zu helfen. Und ja, und auch die Botlane kann jetzt hier Jax nicht mal wirklich pressuren. So, ich bin gespannt, wer uns gleich die Riding Skills zeigen wird. Ich glaube, jeder Genau, kann wer mit wird dem den Herald Herald. in die Wand knallen? Der wird jetzt auch direkt gespawnt. Oh, das geht Ja, jetzt. es sieht so aus, als würde Xin Zhao hier direkt mal für den Drift gucken. Ja, sieht so aus. Also der Top-Lane-Turret wird da anvisiert. Die Frage ist, wird's die Wand? Bitte. Ja, nee, er trifft den Turret. Wie wir einfach direkt rausgeschickt werden. Wir dürfen Ja, einfach bei mir nicht. hat die Directed Camera auch, also die Botlane war gerade sehr spannend. Aber. Man bekommt noch einen Charge. Ja, also sehr interessant. Auf einmal war die Botlane doch deutlich interessanter. Ich glaube, damit kommt das Spectate-System noch nicht so richtig klar. Nee, also der, keine Ahnung, Rift im Herald ist dann doch eigentlich schon ein ziemlich geiles Ereignis. Da müssen wir mal die Prioritäten nach oben setzen, Riot Games, das wäre doch was. Ja, also ich würde auch sagen, wir gucken uns in Zukunft diese Wand an. Die ist sehr interessant. Ja, ist eine schöne Wand. Man sieht jetzt auch hier gut, dass man hier Vision Plays. Also man möchte das Spiel jetzt so ein bisschen auch an sich reißen. Und Genau, also man wird jetzt wahrscheinlich auf den Drake drücken, der dann in 1,5 Minuten spawnt. Der Midlane-Turret sollte auch recht zeitnah angegangen werden. Die Frage ist halt, kann man dafür ohne Herald, also kann man den kriegen? Vorausgesetzt, Swain hält den jetzt wahrscheinlich nicht. Also um Swain zu diven ist dann doch, wenn der noch Ulti ab hat, eine recht anspruchsvolle Sache. wir haben einen Ja, Lag. okay, ich. Ja, ich auch. Dementsprechend, wahrscheinlich ist das Spiel pausiert, keine Ahnung. Ja, dann sollte aber normalerweise. Wir wissen natürlich nicht, wie lange das Spiel schon pausiert ist. Deswegen mache ich mal den Ja. hier. Also vielleicht ist irgendjemand deceived, vielleicht auch nicht. Ja. Deswegen Wir mache ich sind mal den gespannt. hier. Das heißt, wir wissen das nicht, deswegen gehen wir hier mal raus, weil wir nicht wissen, wie lange das Spiel schon passiert ist. Denn eventuell können die Spieler reingehen und versuchen, Wort zu tracken. Ja, das kann natürlich sein. Vor allen Wir Dingen hoffen, sind dass es Drakes. weitergeht, ehrlich gesagt. Die Sache Ja. ist, die mich so ein bisschen beunruhigt, es pausiert genau bei 16 Minuten. Ja, vielleicht ist jetzt irgendein Timer erreicht, wo dann Wo sich die Riot dann Servers nicht mehr denkt, packen. okay, was machen wir?
Wir haben keinen Bock mehr. Wir hören jetzt auf. Also, das weiß man halt alles nicht. Arbeitet hier jemand bei Riot im Chat? Könnt ihr uns das vielleicht mal erklären? Ansonsten bleibt uns nichts, als jetzt hier zu warten und zu hoffen. Ich erinnere mich, wir hatten im True Cup Finale hatten wir das Problem, dass irgendwie 2, 3 Minuten vor Ende des Spiels Schluss war. Ich nehme an, das ist ein ähnlicher Bug. Die Sache ist, Reconnecten ist hier halt auch sehr schwierig. Weil ich nicht mal weiß, ob das überhaupt geht. Oder ob du dann einfach rausfliegst. Deswegen warten wir einfach auf irgendwelche Instruktionen oder so und hoffen. Ja, wir warten auf jeden Fall, dass irgendwas passiert. Ja. Ja. Und wir drehen so lange Däumchen, würde ich sagen. Genau. So. Nee, was machen wir in der Zwischenzeit? Können vielleicht mal kurz nochmal einen Blick drüber werfen über diese. Wie mache ich denn das jetzt? Ja. Ich mache mal so. Genau so. Perfekt. Können hier mal so ein bisschen uns vielleicht mal die Gruppe angucken. Ich glaube, das ist keine blöde Idee. Wir können uns ja mal ein bisschen die Zeit vertreiben und vielleicht auch so predikten, wer vielleicht wohin kommt. Wir haben jetzt hier die Salty Sea Serpents, die das erste, die schon mal gewonnen haben gegen Rockin' Raccoons, weil sie zu blöd waren, so ready up. FF. Also, den Win nehmen wir auf jeden Fall mit, würden sie sich denken. Ja, gut. Die Frage ist jetzt natürlich, wie aussagekräftig sind jetzt diese 2 Wins, die man da jetzt am Start hat? Wir schauen uns das vielleicht einfach auch mal an, auch wo die Teams herkommen und so. Die haben jetzt 5 Wins geholt. Also doch wahrscheinlich schon ein Team, was deutlich besser ist. Haben die gegen irgendein Team gespielt, was man vielleicht kennt, nicht unbedingt. Oh! True Atomic Banger. Die haben gegen True Atomic Ja, ich habe Banger. es Ja, jetzt. dann wissen wir Atomic Banger. Hast du da nicht auch irgendwie mitgespielt während der Kali Ja, oder so? ich habe 6 Spiele in der Kali gespielt, aber das nicht. Ah, das ist natürlich dann unlucky. Wir schauen uns vielleicht einfach mal das Team an. Also ja, wir sehen hier Diamond, wir sehen hier Emerald. Können ja vielleicht gucken, welches Lineup die aufgestellt haben. Die sind auf jeden Fall ein bisschen höher. Kann man, glaube ich, jetzt schon so sagen. Ja, wir sehen hier Diamond, Emerald, Platin. Also, ich denke mal, das ist auch ein Team, was relativ weit oben mitspielen wird. Deswegen wird man jetzt vielleicht nicht so unbedingt frustriert darüber sein, dass man da jetzt so die Wins abgegeben hat. Wir bekommen den Invite. Ja. Gut, ne? Ich frage mal, ob er schon durch ist. Nachher ist einfach das Game gecrashed und ja. Das wäre natürlich auch spannend, um es mal so zu sagen. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall hier raus, weil das Game scheint zu Ende zu sein. Und gehen direkt in die neue Lobby. Alles klar, dann mache ich das mal so. Ja, auf jeden Fall. Das ist vorbei. Ja, wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist, oder wissen wir, wie es ausgegangen ist? Ja, wir wissen es. Es war wohl ein Storm. Das heißt für mich, wir können vielleicht gleich mal das Ergebnis ändern. Weil Genau. erstmal mache ich das raus. Wo war denn das nochmal? Da.
So. Also wir sehen hier ein 1 zu 0. Das muss ich jetzt nur hier einmal aktualisieren in unserem tollen neuen System. Und dann sieht das auch wieder toll aus. Genau. Ich habe gefragt, ob er uns vielleicht noch einen Screenshot senden mag. Ja, dann könnten wir wenigstens so ein bisschen philosophieren, wie sich das Game dann. Ja. Also das war sehr eindeutig, I guess. Ich suche mal kurz raus. Genau. Bild. Also bis Minute 16 war es auf jeden Fall eine sehr eindrucksvolle Veranstaltung. Wenn jetzt danach jemand gegen die Wand geflasht hat oder ähnliches, Ich habe muss man das. sich da keine Sorgen machen, haben wir nicht gesehen, aber. Ich sehe, habe den Screenshot jetzt noch nicht gesehen. Ich füge ihn aber jetzt mal ein, dann werde ich es ja sehen. Und wir sehen hier, ja, 26:4. Ja. Ja, gut. Critics hat jetzt die Side Selection. Jetzt wollen die wieder die Red Side haben. Ich tausche die Teams aber jetzt nicht nochmal. Das könnt ihr vergessen. Ich werde die Teams generell nicht tauschen. Das macht einfach keinen Sinn. Es macht zu wenig Sinn. Ah nee, ich muss die ja anyway tauschen. Scheiße. Jetzt haut der Draft wieder nicht hin. Ja, also auf jeden Fall, es war wohl ein Stomp. Das heißt, ja. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht gleich was Spannendes, ein bisschen spannender noch wird. Ich will es ja mal hoffen. Denn ich will wenigstens noch ein spannendes Game sehen. Mir ist eigentlich scheißegal, wie das ausgeht. Aber ich will ein spannendes Game. Ich freue mich natürlich, wenn True gewinnt. Aber. Ich freue mich auch, wenn ich auf die Schnauze kriegen. Genau. Nee, also. Ja. 1 zu 0 für True Side. Das ist doch nett. Da freuen wir uns doch. Genau. Der Start in die Season damit. Es Schon mal sollte geglückt. auch gleich losgehen. Hoffe ich doch mal. Währenddessen Ja. update ich das. Du kannst ja vielleicht noch kurz was erzählen. Während ich hier beschäftigt bin. Ja, also zu dem bisherigen Game, ich weiß jetzt nicht viel, was passiert ist, aber es sieht auf jeden Fall danach aus, als hätte man das Game einfach weiter runter gesnowballt. Und halt dann mit seinem enormen Goldlied wahrscheinlich mit dem ersten Nash das Game gefinisht. Wäre jetzt so meine Spekulation. Ich setze, wie gesagt, nichts sehen. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob man jetzt hier im zweiten Game dann adaptieren wird. Also, obviously macht man das ja, weil man hat jetzt Red Side gepickt. Auf jeden Fall auch spannend zu sehen, dass hier zweimal Red Side gepickt wird. Also, auf jeden Fall auf der Botlane finde ich Red Side doch eine Zumutung zu spielen. Ah ja, auf jeden Fall. Würde ich Aber zustimmen. vielleicht hat man hier einen Solo-Lane-Counter-Pocket-Pick am Start, mit dem man sich dann denkt, hier doch nochmal auftrumpfen zu können. Jeden Fall cool. Ja, was zu sehen. Genau. Man muss sich jetzt auf jeden Fall was anderes überlegen. Ich bin gespannt, ob man jetzt einfach alles aus dem letzten Game über den Haufen schmeißt und einfach nochmal, sag ich mal, bei Null anfängt. Oder ob sich der Draft in eine ähnliche Richtung begeben wird und man einfach guckt, dass man eventuell top ein gutes Matchup bekommt oder ähnliches. Dass man dann halt auf der Side Lane ein bisschen Druck bekommt oder halt wenigstens von einer Lane her aus Objectives anspielen kann und dadurch vielleicht das Game ein bisschen besser spielen. Ja. Genau. Aber das werden wir ja, denke ich, dann gleich im Draft sehen. Ich bin natürlich auch gespannt, was jetzt hier gefirstpickt wird, ob das auch von Seiten von True DMF werden wird oder ob man da was anderes auf Lager hat. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt, was wir jetzt hier sehen werden. Und wir können sagen, der erste Win für True in der Prime League. Wir können vielleicht nochmal den Orga-Vergleich heranholen. Man sieht es hier, ein 0 zu 6. Genau. Und jetzt haben wir dann endlich den ersten Win. Also. Also, es wurde reichlich Anlauf genommen, aber jetzt ist man dann auch da.
Ich weiß nicht, spielen noch andere Teams gegen Critics diesen Split? Nee. Sonst wäre das natürlich auch interessant zu sehen, wie da, ob Leider das dann da nicht. direkt so auch umgesetzt werden kann. Okay, das ist natürlich schade, aber. Dann steht da noch 0-0. Es ist ein 1 zu 0. So. Ja, also wir freuen uns und ich hoffe, es geht gleich los. Kritik braucht wohl noch ein bisschen. Moment, schreiben sie. Das heißt, einen Moment gibt's noch, geht's noch, wird noch warten. Ich bin kurz weg. Wenn der Draft dann schon begonnen hat, dann hat er halt schon begonnen. Ja, dann mache ich hier ein bisschen Podcast, aber es sieht so aus, Dann als machst du ob hier, weil man sieht ja sehr auf alles. Zeit. Also das Overlay sollte automatisch was machen. Nicht so, dass wir noch Genau. alles mit Hand eintragen müssen. Ja, der Draft geht jetzt tatsächlich dann natürlich auch sofort los, wie das immer so ist. Es geht hier direkt rein mit, wie es ausschaut, ähnlichen Bands wie im letzten Game. Man band hier weiter in den Jarvan und da sehen wir auch die erste Adaption. Also Critics nimmt jetzt hier die Ashe raus, denkt sich, das muss jetzt nicht nochmal so sein. Auf jeden Fall eine sehr vernünftige Entscheidung, also der Champion hat die Botzeit da doch schon auf Level 5, glaube ich, übernommen. Level 3, actually. Ich kann zählen. Yay. Ja, und auch der Maokai wird rausgenommen. Also werden wir hier vielleicht sogar den kompletten Bann vom letzten Draft sehen, damit man auf jeden Fall adaptieren muss. Auf Seiten von True. Wäre ich auf jeden Fall gespannt. Also. Ja, also bis jetzt ist die komplette Botzeit gebannt worden von True. Also die Botzeit von True aus dem letzten Game. Wurde jetzt von Critics gebannt, so rum. Die Bans, die True gemacht hat, haben sich jetzt hier nicht geändert. Also ist noch exakt das gleiche. Genau. Auch der Xin Zhao wird jetzt halt wieder geblindpickt. Diesmal als First Pick auf Blue Side. Und da sehen wir dann direkt die nächste Adaption. Mit dem Varus für Critics. Die Frage ist jetzt, was wird man dazu picken? Bin auf jeden Fall gespannt, man scheint hier noch was hochzukochen. Und es wird der Blitzcrank werden, also man möchte hier nicht den Jungle beantworten. So. Sondern hat sich hier direkt gedacht, man hat hier eine sehr starke Botlane am Start, die man jetzt hier auspacken kann und auch einfach mal komplett reinblindet. Varus und Blitzcrank natürlich auf massives Catch-Potenzial. Ja, das ist natürlich gegeben. Und auch auf jeden Fall starken Damage, sobald Blitzcrank irgendwas trifft. Oder Varus halt irgendwas setzen darf. Der Rakan gegen Blitzcrank, gehe ich mal davon aus, dass es ein Comfort-Pick ist. Meines ist es auch kein gutes Matchup. Ich bin wieder zurück, by the way. Wunderbar, das freut mich. Da ist auf jeden Fall fleißig Adaption drin. Der Astral kann ich jetzt nicht einschätzen, wie stark der ist. War auf jeden Fall sehr schlecht zu Season-Beginn. Wurde jetzt ein bisschen was dran gechanged. Weiß ich nicht, wie das jetzt den Champion beeinflusst hat. Ja, man hat doch immer Radiant Virtue gebaut oder so. Das ja, auf Varus. Ach so, ich dachte, Das wir reden gibt von vom Glück Varus. her nicht mehr. Nee, nee. Oder ich weiß nicht, vielleicht auch. Wir können auch gerne über Varus reden. Was man auf Varus baut, weiß ich aber auch nicht. Also man kann immer noch Poke Varus spielen scheinbar und I guess on it. Aber was da jetzt so gerade aktuell der heiße Scheiß ist, bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ich glaube, da baust du immer noch sehr normal. Das, was man von früher kennt. Also dieses neue On-Hit-Item, was ganz cool ist. Aber ansonsten. Okay. Ja. Ihr müsst euch Und vorstellen, in der ich gehe gerade so zur Tür raus und dann höre ich nur so diesen Sound, wenn der Draft beginnt. Also, das war mal wieder Top Timing. ist natürlich immer ein Klassiker, das ist immer bei sowas so. So. Kassadin gebannt. Gwen gebannt. Also man möchte noch AP-Champions so ein bisschen rausnehmen. Das ist auch ziemlich smart auf beiden Seiten, denke ich. Es kann natürlich auch Full AP Rakan Mitte sein. Das hatte ich neulich in Solo Queue. Full AP Rakan.
Du tust mir leid. Aber das war der Gegner. Und das war, Ja, okay, dann. aber wir haben gewonnen. Und der Rakan hat verloren. Aber der Rakan war der Beste. Das ist ziemlich traurig. Also Full AP Rakan ist schon ein bisschen her, wird ja dann damals genervt. Ich weiß gar nicht wann, Season 10 oder so. Season 9 irgendwie so. Ja. Dafür sehen wir jetzt hier den Full AP Malphite. Also hoffentlich nicht, aber Ja, ja. wer weiß. Der Malphite. Malphite Mitte Pocket Pick Also ist natürlich. Ja. man möchte jetzt sich nicht einlullen lassen. Man pickt was, was straightforward ist. Einfach rein da, einfach zerstören, einfach einmal Genau. Yalla. Man hat auf jeden Fall dreimal Catch-Potenzial mit Blitzcrank, Varus und halt Malphite. Damit kann man auf jeden Fall auch den Weg Reset erzwingen. Also irgendjemand wird davon sterben, hundertprozentig. Dafür wird der Damage wahrscheinlich immer reichen. Die Frage ist, ob man dann mit dem Reset aufräumen kann oder ob das halt nicht so gut ist oder ob es dann nicht reicht. Ezreal und Rakan jetzt natürlich auch nicht so einfach zu erwischen für den Malphite, weil man dann mit seinem Dash eventuell doch noch in Sicherheit kommen kann von der Ulti. Ja, und jetzt sieht es auf jeden Fall so aus, als ob der Sylas jetzt hier gegen Malphite natürlich gecounterpickt wird, also ist halt super free, so man kann nicht verlieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt sich ein bisschen ändert durch, wie heißt dieses Magic Shield Item, Galios W. Weiß Ja. nicht mehr, wie es heißt. Aber das ist auf jeden Fall sehr balanced, das Item. Banshees. Wenn. Nee, das, ich weiß nicht, dieses Tank-Item. Oh, keine Wenn Ahnung, Malphite du. das rusht, ob das dann spielbar ist gegen Sylas, ich habe keine Ahnung. Ich Dieses würde neue trotzdem mal darauf Sunfire. spekulieren, nein, nicht das Sunfire-Ding, das mit dem Shield. Aber ja, ich kann es gleich mal nachgucken, wie das Ding heißt. Auf jeden Fall, ja, wird man den Malphite hier nicht auf die Mitte flexen, um den Sylas zu vermeiden, sondern spielt hier Malphite im absolut unplayable Counter-Matchup gegen Sylas. Und überlegt sich die Vex als Last Pick dann gegen Ahri aufzubauen. Und da hat man sich dann natürlich noch einen zweiten Champion mit Resets reingedraftet. Also ich sehe auf jeden Fall, was Critics hier vorhat. Wenn man dann hier so in einem Teamfight dann irgendwen umbürstet und Set ist nicht so tanky, muss man auch einfach mal so sagen. Dann kann man hier doch vielleicht aufräumen. Also der Draft gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ich bin auch mal sehr gespannt. Aber ja. Ja, ich finde beide Drafts auch ziemlich cool. Also, Auf Seiten von True Side hat man halt super viel Mobility, was halt ganz gut ist eigentlich gegen das Catch-Zeug. ja, also. Ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Malphite wird später reingehen und ich kann, man möchte einfach rein. Und das ist so ein bisschen auch das Problem, was ich sehe, wenn die halt nicht snowballen. Die haben die Tools, um zu snowballen. Aber wenn sie nicht snowballen, Ja, dann wird's sehr hart. Also wenn man alles draufklatscht und nichts stirbt, dann kann man halt weinen. So. Bleibt es natürlich über. Man hat auch keine wirklich starke Sideline gedraftet. Also Malphite nicht playable auf Sideline hier. Wächst jetzt auch nicht so legendär gut. Reicht einfach der Schaden nicht, um Sylas umzubursten und Ahri ist da auch zu mobil eigentlich, um ja, also von Vex da irgendwie gepressured zu werden. man spielt es quasi andersrum, ne? Beim letzten Mal war ja mehr so True Side, die Plays so ein bisschen geforst haben und so, und man hatte sehr viel Scaling bei Critics. Und jetzt ist es so gefühlt andersrum. Man hat zwar auch Early Pressure und Early Champs auf Seiten von True Side, aber es sind auch mehr so, die man gerade auch gerne mal disengagen kann. Eine Ezreal, eine Ahri oder irgendwie sowas. Auch so ein Sylas, der auch erstmal an seine Ults rankommen muss und dann, ja, das ist immer sehr situativ. Aber man kann ja sehr viel offensiv, sehr viel defensiv machen. Ich glaube auch auf beiden Seiten. Aber ich habe den Eindruck, Critics muss hier snowballen, um später nicht useless zu sein.
Genau, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Also, ich denke, man sollte ja auch auf jeden Fall die Bots halt priorisieren, weil man da halt starkes Early hat und man braucht nicht probieren mit Malphite oben irgendwas zu forcen. Also, das 2v2 sieht da nicht so spielbar aus. Also, Early nicht und wenn man ein bisschen reinscaled, dann vielleicht, aber auch eigentlich eher nicht. Kommt drauf an, wie gut Viego ins Game kommt, auf jeden Fall. Aber ja, ich denke, hier werden wahrscheinlich dann die Drakes entscheiden werden, ob man sich da einige sichern kann im Early Game mit der Varus Lane oder nicht. Bin auf jeden Fall gespannt. Wir wissen ja jetzt, wie man das. Oh. Ich bin schon Gut, drin. ich bin. Ja, ich bin pausiert, sag einfach. Ja. Warte. Gut. Drei. Warte, warte, nochmal. Okay. Drei, zwei, eins, go. Okay. Ah, die Champions sind doch gespawnt. Ich dachte gerade, ich würde jetzt einfach mir das Game ohne Champions angucken. Das wäre ja, bisschen spannend. Und wir haben den Kritik. Wir haben einen Blitzcrank, wollte ich sagen. Genau, Und und es sieht auch so aus, als würde es hier direkt zum Fistfight in der Midlane kommen. Also beide Seiten stacken auf jeden Fall. Das Problem ist, sie werden wahrscheinlich nicht aufeinandertreffen, weil True Side in der Topside stackt und Critics im Botside River Midlane Bush. so. Und die wichtigste Frage, was vielleicht interessanter ist, als wer gewinnt Game 2, ist, hätten wir umfragen müssen, geht das Game länger als 15 Minuten? Also das Spectate länger als 15 Minuten oder Ja, kürzer? genau. Schafft der Client die 16 Minuten und eine Sekunde Marke oder ist es wieder vorher Feierabend? Das wäre natürlich auch spektakulär, wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen, jetzt hat Blitzcrank natürlich gerade seinen Hook raus, das wäre jetzt natürlich stark, wenn er den noch hätte, dann hätte man jetzt potenziell Two Side hier in Unterzahl catchen können. Man hat da einfach blind mal reingeguckt. Aber hat jetzt natürlich seinen eventuellen Flash Ah, man durch sieht, die nicht Leute sind bekommen. wenigstens gut drauf. Das ist doch schön. Genau. Und ja, wir sehen auf jeden Fall beide Jungler clearen jetzt in die Topside rein. Auch auf jeden Fall spannend zu sehen. Aber man will wahrscheinlich für den ersten Drake da sein. Dementsprechend sieht das jetzt so aus. Man hat natürlich Intel auf Xin Zhao bekommen. Durch den Ward von Blitzcrank war der, glaube ich. Ich bin mal sehr gespannt, was uns heute hier noch erwartet in diesem Game. Man tradet ein bisschen zurück in der Mitte. Auch vielleicht mal kurz, um auf die Situation zu sprechen zu kommen. Man steht 1-0, also True Side, was sehr gut ist. Und man braucht ein 2-0, um weiterhin die Tabellenführung zu halten. Denn, also schon ein Spiel gelaufen, aber gut, das ist eigentlich ein sehr seltenes Szenario, dass alle 1-1 gehen am ersten Ja, Spieltag. gut. Das dann doch recht wahrscheinlich. Okay, sieht jetzt aus, als ob Viego hier in Camp skippen wird, um vor Xin Zhao auf der Toplane zu sein. Problem ist, Sylas hat da leider einen Ward. Sieht aber so aus, als ob er trotzdem also sehr fragwürdig positioniert ist. Muss wahrscheinlich den Viego W flashen, tut er nicht, aber wird auch einfach nicht sterben. Weil man dann doch keine Flashes committen wird. Währenddessen wird Rakan auf der Botlane gehookt, verliert wahrscheinlich so Hälfte Leben, genau. Aber ansonsten passiert da nicht viel weiter. Ah, doch, Rakan noch ein bisschen sehr low gedroppt jetzt. Die Sache ist halt, Hat allerdings noch Bots. du kannst halt einen Malphite halt ganken, aber er wirft halt Q und das war's. Ja, genau, so der rollt halt seinen Stein, das macht dann viel Schaden. Wenn er halt nicht in Sylas drin steht, kommt da halt auch nichts mehr.
Vor allen Dingen, wenn er kaum mitspielt, dann wird er wahrscheinlich für den Q-Max-Poke-Build gehen. Okay, Astral hat man jetzt hier geht. Der Rakan wird nochmal gehuckt, aber der springt halt einfach raus. Wir sind jetzt im Flash hier drauf. Flash Shield von Varus wird gezogen. Der Engage wird einfach geturnt, das Problem ist. Rakan könnte am nächsten Varus WQ auf jeden Fall sterben. Man hat den Viego gesehen. Ja, wird jetzt auf jeden Fall wissen, dass der gleich, dass er gerade Bosszeit hapert, sich die Krabbe wahrscheinlich abholt. Also kann man wahrscheinlich den Varus da nicht so hart pressuren, wie man das gerne möchte. Ah, Varus misst leider seinen WQ. Oh, der muss er flashen. Boah, also aber jeder flasht einmal, aber es sieht so aus, als wird Xin-Sau jetzt hier einfach die Backline durchradieren. Ja, Blitz steht Blitzcrank an Minions. Ne, hielt sich nochmal, aber an der Lanze und auch auf dem Viego ist Xin-Sau nochmal drauf. Auf jeden Fall stark. Also da, Varus und Blitzcrank waren da sehr fokussiert, den Rakan zu töten oder den Astral. Man muss doch so bad sein. Man muss doch so richtig tiltet sein. Man stirbt einfach immer so knapp, wenn der Jungler dann so rumkommt. Man failt selber den Gank und dann kommt der gegnerische Jungler und räumt einfach auf. So Counter-Gank halt OP, oder wie? Das auf jeden Fall. Also zwei Leute droppen auf einen AP, aber es stirbt halt keiner. Dadurch kriegt man dann sein Viego-Reset nicht. Auch ansonsten hat man schon alles rausgeballert und es ist halt trotzdem Astral nicht gestorben, Raka nicht gestorben. Klar, man hat deren Sums bekommen und man hat halt auch die eigenen investiert. Und dann steht halt einfach auf einmal so ein Xin-Sau in deiner Backline drin. Der Viego probiert noch irgendwie seinen Kill da rauszuholen, kann deshalb da auch nichts gegen machen gegen den Xin-Sau. Der tötet dann einfach erst den Varus, dann den Blitzcrank und dann auch anschließend noch den Viego. Also Xin-Sau jetzt auf jeden Fall insane stark, kann jetzt gefühlt machen, was er will. Also Viego hat dann nichts entgegenzusetzen. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das jetzt hier weiter ausspielen wird. Malphite muss jetzt hier aufpassen, also Silas wird jeden Moment Level 6, genau. Ist jetzt potenziell wahrscheinlich auch One-Shot-bar, wird da flashen müssen, aber das wird halt nichts ändern, wenn die Chains und Silas connecten. Starker Solo-Kill auf jeden Fall auf der Top-Line. Malphite da nicht respected, dass seine, also, dass seine drei gestackten Waves an XP ihm fehlen. Herr Xin ist jetzt auch an den Void-Crux dran und wird die auch securen. Genau, dadurch, dass Malphite halt tot war und sowieso noch nicht mal Ulti frei hatte, jetzt die gigantische Wave da annehmen muss, sollten die recht sicher alle Two-Side gehören. Sieht doch so aus. Drei Stück hat man sich jetzt hier eingetütet. Viego probiert jetzt hier für das Crossman-Play zu gehen, auf den Drake zu machen. Man hat aber allerdings den Pinkward im Pit. Man wird das dadurch sehen. Muss jetzt hier eventuell sogar aufpassen, also wenn Two-Side jetzt hier moven würde oder Avi den TPs zündet, könnte Viego hier sterben? Man geht jetzt mit Astral ins Pit, das ist auf jeden Fall sehr greedy. Viego lebt mit einem HP, aber man kann den Drake halt nicht weitermachen. Das Problem ist, der Drake haut da gerade Astral und Rakan theoretisch gut auf den Dötz. Das Problem ist, ich wundere mich, warum der. Oder hat es nicht gesehen? Ja, gut, man gibt das jetzt ab, aber ich habe mich erst gewundert, warum macht der Varus da keinen Poke drauf so? Also das wäre schon eigentlich ziemlich. Das wäre gerade die Möglichkeit gewesen, den Varus richtig ins Game zu kriegen, weil Astral ist da reingeht, Rakan ist auch reingedasht, die können beide nicht mehr über die Wand raus haben, beide keinen Flash und der Drake haut halt mit drauf, slowt die permanent und macht halt auch noch Damage. Also man spielt da gerade in den 4 gegen 2 und man entscheidet sich dann nicht, diesen doch sehr aggressiven Step nach vorne zu punishen. Also vielleicht hat man jetzt hier auch einfach zu viel Respekt nach dem ersten Game, aber das muss man auf jeden Fall, also das ist kompletter Int, würde ich sagen. Also man hat wahrscheinlich Angst gehabt, dass der Jungler. Man hat Mitte und Jungle reinmoven genau. Sehen, aber ich glaube, man hatte noch genug Zeit, um da zumindest die so weit zu chunken, dass sie halt resetten müssen, at least. So. Also die sind halt, die können ja. Ja, halt man wusste mehr, ja auch, dass Ahri nicht da war, also gebased war. Dementsprechend hatte man da auf jeden Fall einen Widow und da muss man wahrscheinlich dann auch einfach mal für committen, wenn man dieses Game zurück will. Also man muss auf jeden Fall auf der Botseite der Head kommen, sonst wird es sehr, sehr schwer zu spielen sein. Na, Viego probiert sich jetzt nochmal mit einem Top-Gank-Side. Das hat aber wieder die Ulti ab.
Und auch der Flash ist noch da. Kann die Malphite-Ulti aber noch nicht nehmen. Engage jetzt den Malphite, aber Silas wird gleich wahrscheinlich einfach flashen. Oder die Wehrgold stehlen, allerdings zu spät benutzen und damit jetzt dann nicht blocken können. Muss dann doch noch flashen, aber RTP, also. Und jetzt ist Bekommt man wieder nichts. es auf Bord genau andersrum. Jetzt ist der Varus oben und kann nichts mehr machen. Genau. Also. Ansonsten hätte der Blitzcrank da natürlich auch eine Möglichkeit für was zu gehen, aber was soll der Varus machen? Ja, er huckt jetzt, aber selbst wenn der Huck treffen würde, man hat ja keine Möglichkeit auf Follow-up. So, Vex geht jetzt hier für den All-In auf Ahri und das sieht auch nach einer toten Ahri aus, also der erste Kill für Critics. Warum doch, Jetzt ja. in diesem Game. Man stirbt allerdings auch noch, weil man halt unter dem Turret gecharmt war. Und hat auch sein Ignite dafür investiert. Das durften wir leider nicht sehen, for some reason. Ja, Vex ist auf jeden Fall in den Turret geultet. Ich habe es so halb gesehen. Bei mir meinte die Directed Cam, nee, nee. Das Ja, interessiert uns geblockt ist nicht. richtig, ne? Nee. Interessiert uns nicht. Haben wir überhaupt einen Kill? Nee, wir haben noch nicht einen Kill gesehen. Es stand irgendwie 10-0 oder so, als wir, oder 8-0, als wir. Ja, also einmal ist Ashe gestorben, aber die wurde halt vom Turret executed. Also das ist Stimmt. jetzt, glaube ich, der erste Kill, den wir gesehen haben, den Critics hier geholt hat. Also auf jeden Fall auch eine Premiere hier. Ja, Wunderbar, vielleicht dass wir denkt das es sich alle das mal erleben dürfen. Spectate-System. Pass auf, ich sag dir. Kurz nach Minute 6 war der erste gestorben. Das Spectate-System will einfach nicht, dass wir die Tode sehen. Ja, das ist das von Critics bezahlt, meinst du? Nee, von uns, dass wir das nicht zeigen müssen. Ach so, ja, stimmt. Ich habe eine Blockade im Kopf. Das Und ergibt schon auch mehr jetzt Sinn, wieder ja. hat die Directed Cam nicht die Mitte gezeigt, dass der Kill passiert ist. Ja, so langsam wird es auffällig, ne? Also. Aha, Riot. Ja. Haben euch das schaut, Jeden jetzt Fall kommt. gibt es jetzt hier einen Skirmish für die Krux, man. Grubs. Man probiert da noch zu stealen, aber das wird halt nichts. Silas trifft da eine perfekte Malphite-Ulti auf zwei Leute, aber auch Malphite trifft eine Malphite-Ulti auf zwei Leute. Holt sich da den Rakan ab, aber die Frage ist jetzt, wie worth ist das, wenn man da den Rakan für das ganze Team tradet? Ja, ist dann doch recht fragwürdig, als beide AD Carries jetzt hier Also, nicht beteiligt, aber. aber wir müssen den Ja. Malphite-Feed schon, den Kill. Endlich haben wir den Kill gesehen. Den haben wir gesehen, das stimmt. Das ist der Also. Caster Curse. Mehr Jetzt haben davon. wir das natürlich angesprochen, jetzt wird uns das natürlich immer reingefiltert, damit es nicht mehr auffällig ist, aber wir haben das da schon. Astral geht jetzt in den Varus rein, aber das klingt schon wirklich nach einem ziemlich aggressiven Play. Varus benutzt aber hat kein Ward. Doch, Varus hat ein Pink Ward. Warum benutzt er denn nicht? Also Varus da, der Astral Inches komplett runter, also beide Sumps investiert, hätte da niemals den Varus angehen dürfen, wenn er noch Ulti ab hat. Und sollte das auch einfach niemals gewinnen. Also wenn Varus einfach sein Pink Ward in den Busch reinsetzt, wo Astral drin steht und deshalb hätte er drei, vier Autotecs mehr machen können, bevor er stirbt, hätte er auf jeden Fall da den Astral getötet. Also sehr, sehr interessant. Sehr fragwürdig von beiden Seiten in gewisser Weise. Sehr fragwürdig von beiden Seiten. Also sehr schlechte Entscheidung vom Astral zum zweiten Mal in diesem Spiel, aber ja, die Fehler der Gegenseite haben das dann auch wieder kompensiert. Und Dadurch bei der AD Carries jetzt gezwungen zum Reset, Varus aber eher wieder auf der Map. ich finde, Dadurch kann sich vielleicht. das ist vielleicht wieder so ein Game, was so ein bisschen auf dem Draft drauf gegangen ist. So. Du musst halt die Plays, also musst halt all in mit Vex und mit. Okay, wir schauen uns erstmal den Fight an. Viego und Malphite. Viego kriegt jetzt hier den Reset auf Rakan, kann jetzt nochmal reindashen. Silas ist da genockt. Viego geht nochmal rein. Kann man den Silas jetzt hier töten? Ja, Silas tötet einfach alle. Facetankt da kurz vier Leute und tötet drei davon. Auf jeden Fall cool. Halbes Item hat er auch schon fertig, ne? Dann ist das auch alles legitim an der Stelle. Aber was ich sagen wollte, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Game, was im Draft drauf gegangen ist, weil du musst halt einfach mit Vex und Viego snowballen. Und Ezreal, der jumpt halt einfach weg. So, Rakan genauso, er kommt einfach mit hinterher. So, Ahri hat auch ihre Ult und ist relativ mobil und nicht so einfach abzuholen. Hier ist halt keiner immobil. Wie soll das Genau, funktionieren? das ist halt die Sache. Am besten kannst du wahrscheinlich noch den Xin Zhao hitten, aber der hat halt auch noch seine Ulti und ist dadurch halt unnormal tanky. Also, ja. Und Silas will eigentlich in dir drin stehen. Also, zumindest kurzfristig.
Deshalb hier, ich dachte kurz, dass es jetzt hier mit Virgo richtig abgehen könnte für Critics, aber der hat leider 0,3 Schaden auf den Silas gefehlt und der tötet dann einfach die gesamte Backline. Und Virgo kriegt dann keine Resets mehr nach dem Rakan. Dadurch geht jetzt auch der zweite der Drake, ja, ne? Ja, doch, ging jetzt an True Sight. Auch den Herald wird man sich jetzt hier wahrscheinlich holen, weil man schon komplett hochrotiert ist. Und die Minute der Wahrheit ist so langsam gekommen. Ja, sie rückt in greifbare Nähe. Wir sind gespannt, ob es in 1,5 Minuten hier wieder vorbei ist. Aber Oh, Ezreal muss jetzt hier aufpassen, ist gecatcht von der Varus-Ulti und dann auch vom Blitzcrank. Guck, probiert jetzt hier noch den Blitzcrank zu töten, aber damit hat Varus jetzt hier auch den ersten Kill freigeschaltet. Wir haben es wieder gesehen, hoffe ich doch. Ja, doch, haben wir gesehen. Wunderbar. Auf der Gegenseite wird jetzt hier aber auch Vex gecatcht. Kann sich da nicht peelen vor allen Leuten und ja, wird unter Einsatz der Rakan-Ulti dann doch einfach abgeholt. Insofern dann ein Austausch von 300 Gold ohne weiteres Resultat. ja. Und ich will jetzt nicht so viel sagen, aber ich glaube, das sieht sehr lost aus für Critics. Ja, wir haben es ja gerade gesehen, also wir haben gerade theoretisch mal den perfekten Fight gehabt am Drake. Leider war halt Malphite nicht da, weil er keinen TP hatte. Das hätte es vielleicht nochmal geändert. Aber ansonsten ist das eigentlich super gelaufen. Also man konnte isoliert gegen die Gegner fighten, einen nach dem anderen, und man hat trotzdem verloren. Und jetzt haben halt alle neun nochmal mehr Gold. Und es wird jetzt auf jeden Fall sehr schwer. Also wenn man dann gleich in 5 Minuten den Nash stehlen kann, kann man sich da vielleicht nochmal irgendwie zurück ins Game holen, aber es wird schon sehr schwierig sein, hier Ja. nochmal eine Antwort zu finden. Mitte ist jetzt auch der First Turret gefallen. Und auf der Oh. Botlane ebenso, also der Tier 2 Turret. Sieht so aus, als würde man jetzt hier nicht für den Drift gehen. Wäre auch ziemlich end, also der Herald wird wahrscheinlich nicht chargen. Würde ich mal denken, genau. Währenddessen engaged Silas Malphite auf der Toplane. Hey, Also denkst du kann ja da jetzt? niemals one-shotten, aber Jetzt? Malphite halt auch nicht gegen Train. Denkst du jetzt, Minute 16 gucken die eh nicht mehr zu? Ja, genau, da kann man auch mal alles drücken, da ist ja egal. Aber wir sind noch da, Minute 16:30 gleich schon erreicht. Okay, Silas nimmt sich noch einen Turret-Shot mit. Die Vex-Ulti connected auf den Silas und genau für sowas muss man eben gehen. Mit der Malphite-Ulti kann man da nämlich die Vex-Ulti garantieren und hat dann da den Catch auf den Silas. 700 Gold für Vex. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Also, wenn Vex da noch einigermaßen gut ins Game kommt, kann man hier vielleicht noch aufräumen. Schönes Das ganze Comeback Team von True oder Sight. so. Oder Comeback Attempt. Wir werden das sehen. Auf jeden Fall einen guten Catch hat man da gefunden. Man kriegt vielleicht auch noch den Tip-Turret dafür. Vorausgesetzt, Malphite hat Demolish, was er nicht hat. Also er wird den Turret kriegen, aber er wird halt auch dafür sterben. Bin ich mir ziemlich sicher. Oder er könnte den Rakan noch abflashen. Dann wäre er safe. Läuft leider aber in den Gegner-Turret rein. Ja, tradet damit Malphite für Turret. Dadurch Man ist nimmt den Malphite Bounty jetzt mit. natürlich. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er Ja. bekommen hat. 500 250. Gold müsste das insgesamt gewesen sein. Oder, ja, Ja, nee, noch mehr der Bounty sogar. 250. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der Turret bringt. Wahrscheinlich 450 oder 50 kriegt jeder und 250 kriegt Malphite, irgendwie so. Ja, damit jetzt auf jeden Fall der Soul Point auch am Start. Also sieht hier schon sehr dominant aus von True Sight, aber theoretisch ist man hier nur 5k Gold behind. Das ist gar nicht so viel, wie ich jetzt gedacht hätte. Man darf halt auch nicht vergessen, man hat die drei Void, die fünf Void Grubs. Genau, die hat man natürlich auch noch. Das boostet den Turret Damage natürlich auch noch insane. Die Frage ist, wird man jetzt hier den Soul Point contesten? Ich hoffe es tatsächlich nicht, weil True Sight hier doch sehr stackt. Ah, Blitzcrank. Wird da vielleicht nochmal drauflaufen? Sieht jetzt den Silas, kann aber da wahrscheinlich auch nicht für eine Catch gehen. Xin Zhao solo da einfach den Drake. Und man kann das Team von Critics hier rausholen. Ich will, dass ich den Drake holen, ja. Aber man muss hier auf jeden Fall für Catches mit Malphite gehen, weiterhin. Also Malphite ist hier einfach der Key-Faktor, einfach wegen seinem Engage, den man halt nicht denyen kann. Und darauf kann man dann vielleicht aufbauen. Wenn man hier den Xin Zhao 1000 Gold Shutdown bekommen würde, wäre es auf jeden Fall
nochmal einen Hoffnungsschimmer, aber ansonsten, der Baron rückt natürlich jetzt immer näher und wird es sehr schwierig sein, da was gegen zu tun. Also wenn Trueset hier den Baron bekommt, da kann man noch so viele Tourists mitnehmen, so viel Gold noch einsammeln, dann wird es sehr rough. Oh Gott! Man trifft hier nicht mal den Rakan. Malphite hat aber die Ulti auf zwei Leute, man kämpft jetzt hier in Überzahl. Die Rakan-Ulti charmt leider noch das ganze Team und deshalb stirbt da niemand. Währenddessen wird Vex auf der Botlane Solo-Kill. Das war eigentlich wirklich schon wieder ein perfektes Szenario für Critics. Da müssen zwei Leute tot sein. Aber Rakan und Sylas überleben beide auf einen AP. Das ist natürlich jetzt auch nochmal, ja, das tut weh. Fürs ja, Spiel. Also, man hat jetzt, also, sie haben jetzt gemerkt, okay, wir können doch Kills holen. Und das versuchen sie jetzt halt auch. Das ist halt schön zu sehen, auch wenn es jetzt nicht ganz klappt. Es ist halt teilweise echt close. Genau, also es ist wieder so eine Situation, wenn das dann nochmal funktioniert, dann kann man halt durch sowas wieder zurück ins Game kommen. Es sind halt nochmal praktisch 1000 Gold gefühlt, die man da bekommt. Leider kein Top-Lane-Turret mehr, den man da einsammeln könnte, aber... Es will ja eh nach vorne, ich wollte gerade sagen, Vigo hat doch kein Mana mehr. Nee, hat er so nicht. Hat Vigo eigentlich Mana, wenn er den Champion aufnimmt, der Mana hat? Ich weiß es nicht. Das ist echt... Okay, und jetzt wird hier der Drake gestartet. Man weiß das, aber Malphite hat noch TP, hat aber kein Ulti. Man huckt hier. Wer ist das? Der Zeit ist raus. Der flasht, aber der an der Blitzcrank-Ult-Passive stirbt er dann tatsächlich auch. Auf jeden Fall sehr gut. Malphite ist jetzt hier im Flank. Man overchased vielleicht ein bisschen, bekommt aber den Viego raus. Wex-Ulti, aber die Ahri-Ulti, die Wex-Ulti. Malphite ist irgendwie drin. Er hat noch keine Ulti ab, hat jetzt gleich Ulti ab, aber da ist halt auch niemand mehr als Follow-up am Start. Sieht so aus, als würde man den Blitzcrank auch noch töten können. Stirbt am Ahri-Q-Rebound auf jeden Fall. Damit hat der Malphite dich geultet? Der hatte keine Ulti ab. Also der hatte noch, weiß ich nicht, irgendwie 8, 7 Sekunden oder so, als er TP'd ist. Und hat halt erst, als sein ganzes Team tot war. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, er ultet gleich rein. Wo ist die Ult so? Dachte ich mir so, er TP... Ja, das hätte vielleicht nochmal dann einen Turn wehren können, weil man halt doch schon mit Rakan und Ahri und Xinsau sehr deep drin war, aber... Ja, wenn man da halt keine Malphite-Ulti hat, ist das dann da natürlich ein bisschen sehr unfortunate. Das passiert halt auch nicht oft, dass ein Malphite TP'd ohne Ult. Genau, also ja, er stand jetzt da und hat Präsenz gezeigt, aber im Endeffekt hat TrueSight jetzt trotzdem den Nash. Niemand wurde getötet. Damit hat man jetzt auf jeden Fall zwei Bounties, die hier anzugehen sind. Aber Xinsau auch mittlerweile... Gleich sein drittes Item completed, also der ist auch schon jetzt nicht mehr so einfach zu töten. Ja, und Malphite tradet jetzt hier nochmal in den Silas rein, aber ja. Kann zwar mittlerweile was... Ah, Malphite Ulti, leider auf den Silas, der auch einfach Malphite Ulti. Damit hat man die Malphite Ulti jetzt für den Drake vielleicht auch wieder in der Sekunde zu spät. Bin ich mir nicht sicher, wie viel Ability er da aktuell hat. Ich glaube 0. Okay, okay. Also er hat in einer Minute und 8 Sekunden. Also es kommt genau in Time. Ja gut. Aber das dann geht sich so gerade ja noch aus. Aber es kann auch sein, dass er ein Fight ausbricht. Ja, warum sollte die ging jetzt hier durch auf den Xinsau, aber den bekommt man halt doch einfach nicht tot mit seinem Thunder Skies, der da ist so tanky. Okay, und der Fight ist doch einfach tot. Ja, man zeigt ziemliche Dominanz gerade. Okay. Ich habe gerade sehr viel Insta gesehen. Man hat da noch einen. Ja, man hat da auch gerade wieder einen sehr wilden Flash-Predict gesehen, aber da war halt auch kein Flash zu predicten. Und es sieht so aus, als ob man jetzt hier auch einfach für den End guckt. Vex und Viego haben da keine Möglichkeit, eine Baron-Buffed Wave zu deffen. Auch Ahri wird gleich irgendwann mit der Tau-F in der Base stehen. Da hat man natürlich sehr viel Pressure. Die Malphite-Ulti kommt aber auch zeitnah dann doch wieder ab. Vielleicht hat man da dann doch noch eine Möglichkeit, was rauszuspielen. Das respektiert man jetzt hier auch von TrueSight. Oder tut man das? Man spielt doch noch den Top-Inip an. Silas hat TP ab. Bewegt sich aber in Richtung Drake. Also ich denke, man wird da noch die Soul eintüten wollen. Und ja, jetzt sind zwei offenen Inips. Geht das Game auch nicht leichter.
Und das sieht mir nach einem toten Wege aus. Ah, Flash nochmal um den Celestial Chains. Dazu entgehen ist jetzt aber natürlich sehr, sehr low und wir sehen wahrscheinlich trotzdem jetzt nicht den ersten Teamfight mit Malphite Ulti. So. Ich merke gerade, ich bin nicht im Streamer-Modus, deswegen hört ihr Discord-Geräusche, was nicht sehr praktisch ist für Leute, die selber Discord nutzen, was ich glaube jetzt auch nicht mal so wenig Leute sind. Ja. Ich muss jetzt mal gucken, ob man das irgendwo manuell anmachen kann. Hier, ah, perfekt. Also, man pusht weiter, man bekommt jetzt alles. Genau, man wird jetzt hier wahrscheinlich auch noch für den dritten Inhib spielen. Das sollte man wahrscheinlich probieren zu deffen. Also wenn man es nicht hier defft, dann ist das Game halt verloren, einfach wenn der nächste Nash spawnt. Das Game ist sowieso schon ziemlich verloren, aber ja. Man müsste jetzt eigentlich, hätte jetzt eigentlich noch probieren sollen, den Inhib irgendwie zu deffen, noch mit dem Turret da was rauszuholen oder jetzt hier mit dem Nexus-Turret zu spielen. Falls man für den End guckt, hat natürlich die Malphite-Ulti auf Sidus. Die Frage ist, wer wird hier geduldiger sein mit seiner Malphite-Ulti? Ich glaube, bei Silas läuft ja auch irgendwann ab. Ja, genau, aber das hält auch schon so eine Minute oder eine Teil. Und jetzt sehen wir hier das erstmal fette AOE geht rein, alles wird draufgeklatscht. Virgo ist aber instant tot, sein es auch, bekommt dadurch keinen Reset. Und ja, das ganze Team von Critics hier dann doch jetzt sehr low. Xin Zhao geht nochmal auf den Varus drauf. Und sieht so aus, als ob man sich jetzt hier auch den letzten Nexus-Turret schnappen wird. Und ja, man Und wo ist muss das halt schon sehr endgehen? low. Die Frage ist, kann man hier enden? Man hat halt nicht den Vorteil der Fountain, man kann sich halt immer wieder hochheilen, aber ich glaube, man wird einfach Ja. hier zu schnell enden. Herr Xin Zhao haut einfach auf den Nexus drauf und da ist der Nexus down. Damit geht das erste Game oder die ersten zwei Games, der erste Spieltag in diesem Split auf jeden Fall an True. Und man kann jetzt hier nach, was waren das, drei Niederlagen in Folge, das erste Mal einen Win in der Premier League gegen Critics mitnehmen. Das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Frei nach dem Motto, wenn man es als Spieler nicht den Win holen kann, dann macht man es halt als Caster. So sieht's aus. Genau, das haben wir uns auch gedacht. Ja. Und damit ist das Spiel vorbei. Ja, auf jeden Fall zweimal eine sehr starke Performance und Schlusszeit hier. Also, man hat hier auf jeden Fall gezeigt, was man vorhat, vielleicht diesen Split. Ja. Auf jeden Fall starkes League of Legends gezeigt. Ja, und ich bin gespannt, was das Team jetzt hier weiter abreißen wird. Ich auch. Also, ja, ich bin sehr gespannt, was wir hier noch sehen werden von in Zukunft von dem Team. Ich bin froh, dass sie die bei uns haben. Und ich freue mich auch auf mehr, ehrlich gesagt. Ja, man gewinnt hier 2 zu 0. Sehr starkes Ergebnis am Ende, aber irgendwo auch erwartet. Ja. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir noch irgendwen für ein Interview rankriegen können. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ich sehe, dass sogar zwei hier schon sind. Dann sind das wahrscheinlich auch die. Die können wir mal kurz einladen. Hallo. Das ist ja mal crazy. Moin. Das ist ja komplett crazy. Wir sind gut vorbereitet, ne? Ist ja gut vorbereitet. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg gegen Critics. Danke. Das war, Ja, wir von haben mir uns aus im natürlich. Vorfeld, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, schon erwähnt, der erste Sieg von True gegenüber Critics in der Prime League. Das Ja, ich hab's gerade gehört. heißt jetzt 2 zu 6. Ein gewisser Fortschritt ist erreicht. Jetzt müssen wir nur noch die anderen Games irgendwie gewinnen. ja, ich fange mal so an. Was waren so die Vorstellungen, was waren so die Ziele für den heutigen Tag? Also, ich denke mal, dass wir definitiv gewinnen wollten und dass das auch unser Anspruch hier war. Wir kennen das Kritik-Team natürlich speziell jetzt noch nicht. Aber jetzt, wir haben uns die Gegner natürlich ein bisschen angeguckt und ich muss jetzt natürlich auch mit einem
anderen Leuten auch spielen. Also wir hatten drei verschiedene OPGGs über die Zeit, die dann so unsere OPGGs waren, über die wir geredet haben. Aber im Endeffekt sahen sie jetzt nicht wirklich gefährlich aus, aber man weiß ja nicht, weil die waren halt relativ unbeschrieben, noch wenig Games und so. Wir haben einfach zweimal, ich glaube, Jarvan, Nocturne und Lilia gebannt, weil es starke Jungler sind und weil der die gespielt hat. Und dann einfach unser Game gespielt. Lief auch ehrlich gesagt sogar noch besser, als ich gedacht hätte. War alles ganz fein. Und ja, ich denke mal, wir haben einfach das Ergebnis so hingekriegt, wie wir es uns eigentlich auch vorgestellt haben. Ne? Relativ clean, zwei Games und ja, funktioniert. Ja, habt ihr jetzt, wir haben mal kurz darüber geredet. Ihr habt mit vier Wins seid in die Quali gestartet. Das waren nicht eure ersten Games. Wie waren denn so jetzt die Erwartungen? Also auch gerade an diese Saison. Wollte man jetzt direkt in Div 6, Div 5 kommen oder wollte man sich erstmal, ist man relativ zufrieden mit dem Ergebnis aus der Quali? Ich würde jetzt einfach mal das Wort ergreifen. Ja, also ich glaube, die Ambition war schon, Div 6 auch mit der Quali-Phase zu erreichen. Wir hatten ein bisschen das Problem, dass ich halt zum Beispiel den Samstag auch nicht da war und wir nicht in dem Main-Team spielen konnten, wie wir es gerne hätten. Ja, die Quali-Phase war sehr durchwachsen, würde ich sagen. Mal so, mal so. Wir sind jetzt halt in Div 7 gelandet. Ist halt so, aber ich denke, wir haben jetzt auch alle die Ambition, einfach zu sagen, hier, wir gucken, dass wir so gut es geht, Div 7 durchrasieren und vielleicht auch direkt den Aufstieg in die Div 6 schaffen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Und ja. Ich sehe da unsere Chancen ganz gut. Ich denke, wir haben mit den beiden Games schon eindeutig gezeigt, dass wir auf jeden Fall Lust haben, da vorne mitzumischen. Ja, da Es freuen. war auf jeden Fall ein Statement, die beiden Games. Also, da hat man jetzt doch mal gezeigt, dass man wahrscheinlich dann doch eher nach oben sich orientiert als nach unten. Ich muss natürlich sagen, Game 1 habe ich ja gefühlt gar nicht mitgespielt. Ne? Also ich stand ganz lange 0-0-0. Ja, das stimmt. Also da war Also einfach ich. Botlane für die 16 Minuten, die wir gesehen haben, war sehr viel. Also war eigentlich, ja, weiß nicht, gab es drei Situationen oder vier eigentlich nur. Aber da war es halt dann halt auch recht schnell klar, was so Sache ist. Ich weiß Und nicht, ob ihr, also ich war halt ein bisschen da war verwirrt. Ich weiß einfach nicht, ob ihr das gesehen Botlane habt, wo ich für den die Double Kill 16 in der Mitte Minuten, die wir gekriegt habe, das auch gesehen nochmal mit haben. 22 Kills. Wo ich mit der Ult reingeflasht bin und ich habe nur gesagt, aus dem Weg, jetzt will ich Kills haben. Ne? Ich will auch mitspielen. Also es war wirklich. Das erste Game war, ich war froh, dass ich Nico spielen durfte. Aber es war halt, Sven ist natürlich auch ganz gut und schon der Nico, aber es war gut. Ne? Es war halt langweilig, aber es war halt free. Also ich habe mich halt im ersten Game gerne carryen lassen. Haben die Jungs gut gemacht. Flo hat heute insane performt, muss ich auch mal sagen. Ne? Vielen Vor allem Dank. Game 2, alter Schwede, alter Schwede. Sehr, sehr stark. Die Ja. Speerspitze hat auf jeden Fall reingehauen. Und Entschuldigung an Samu, ne? Er hat uns heute früh geschrieben, er hat heute nicht vor, Esfil zu spielen. Aber dann hat er selbst gesagt, ja, okay, da ist hier Blitzcrank. Ich mach. Ja, und dann alles easy. Aber Ja. auch GG an die Gegner natürlich trotzdem, ne? Und auch, also die hatten uns noch einen anderen Termin vorgeschlagen, weil sie. Die hatten uns zwei Termine vorgeschlagen. Wir konnten jetzt den Freitag und die haben aktuell nicht so viel Zeit. Haben jetzt, glaube ich, mit ein oder zwei Subs gespielt. Ich hätte natürlich gerne gegen das volle Roster gespielt, aber trotzdem GG an Critics natürlich auch. Ne? Ja. Ich würde gerne nochmal den Sprung von der Quali auch in die Gruppenphase jetzt machen. Ihr habt jetzt 11 Games gespielt. 10 Games davon war Nico gebannt. Ein Game war sehr offen. Und das war das Game 1 heute. Weil kam man die Nico durch und dann kam schon die Ansage, wir wollen unbedingt mal Nico spielen. Nico auf Nico, wie war's denn? Ja, also der Champion macht Spaß. PvE macht nicht ganz so viel Spaß. Wie gesagt, war ein bisschen langweilig. Ich war auch froh, dass ich spielen durfte. Schade, dass ich in 2 wieder gebannt war, weil das wäre sonst auch wieder sehr schnell reingekommen eigentlich. Ihr habt es ja auch in dem ersten Game gesehen. Also wir haben es ja sofort direkt mit Maokai gepickt. Maokai natürlich komplett OP. Also das ist halt, also, und wir haben natürlich einen Maokai-Main auf Support. Das ist halt, der war auch nicht umsonst in Gen 2 gebannt. Wir hatten uns bei dem Ashban noch gewundert, dass Maokai offen war und dann kam direkt der Maokai-Ban hinterher. Aber Nico, geiler Champion. Ich bin eigentlich noch ziemlich neu auf dem Markt, macht super viel Spaß und ist auch super strong aktuell. Von daher, immer gerne.
Ja, und ich denke, wir haben auch in meinem Terminpool noch eventuell noch ein paar Sachen, die wir mit Nico zusammen kochen könnten. Immer. Mal schauen, ob wir das irgendwann mal durchkriegen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wenn ihr da was Abenteuerliches auf Lager habt. Also ich lasse mich da gerne überraschen, was da in den nächsten Games eventuell auf uns zukommt. Ich will gerne mal kurz über das Early Game reden, weil das war ja so der spannendste Teil der Games, weil die man hat sehr schnell ein Lead ist sich erspielt in beiden Games. Man hat beide Jungler beide auf derselben Seite gestartet und man hat jedes Mal gesagt, okay, wir gehen für den Counter-Gank und räumen dann Bot auf. War das so der Plan oder war das mehr so, ja, der Jungler ist halt schneller und das war jetzt nicht so geplant? Naja, es war im Prinzip so, okay, ich hab vorher mal geguckt, ein bisschen gescoutet, so, okay, was machen der Jungler? Okay, jetzt war jetzt nicht der richtige Jungler, der bei denen auch gespielt hat, deswegen war es da ein bisschen so, okay, schade. Ich habe jetzt zum Beispiel Game 2 jetzt zum Beispiel erwartet, dass er da in den Busch da Warden geht, wo wir zu 5 geklumpt haben. Habe ich erwartet, dass da wieder der mit in der Warden geht, weil das habe ich in meinem Flex-Game gesehen. Ich war so, na, vielleicht macht er es wieder. So, und dann können wir ihn direkt verpunischen, hat leider nicht funktioniert. Aber im Prinzip habe ich dann einfach nur gesagt, okay, wir gucken für die Wards, gucken, dass wir am Anfang die Vision kriegen darauf, wo Gegner schon lange startet. Und im ersten Game hatten wir halt in dem Moment, wo sie bei 1-10 den beim der Raptoren den Wardplace haben, war für mich klar, okay, der Gegner schon lange muss auch Topseite starten, der kann eigentlich gar nicht mehr Botseite moven. Ich bin dann auch schon direkt vor Topseite gegangen, weil ich auch immer sage, okay, ich möchte für Botline spielen, ne? Das ist einfach kacke, wenn die dann Botline da durchgehen. Das ist eigentlich das, was wir oftmals immer versuchen. Und ja, dann habe ich halt unten gegankt und ich war so, gut, okay, dann kann ich halt einfach Counter ganken. Ich wollte jetzt nicht direkt proaktiv selber ganken. So, ich wollte eigentlich normal mal einen Fullclaim machen, maybe Krabbe contesten und dann weitergehen. Aber dadurch, dass sich der Gank halt angeboten hat, bin ich dann einfach runtergegangen, habe gesagt, oh gut, okay, dann gehen wir da rein. Und dann, das in beiden Games hat das ja wunderbar funktioniert. Im ersten Game da der Triple Kill auf der Ash, im zweiten Game, wo ich auch von dem Reset einfach Botlane gerannt bin und dann da in Time noch da bin und mir diese 3 Kills abholen kann. Bisschen glücklich gelaufen, aber im Prinzip haben wir damit auch dann die Games snowballen können. Ja. Genau, also dadurch habt ihr auf jeden Fall auf Botside zweimal so einen gigantischen Lead bekommen, konntet ihr auch Drake stacken und es gab eigentlich keinen Weg mehr zurück ins Game. Ihr habt das dann noch clean runtergespielt und konntet alle Objectives eben mit eurer Botline dann nehmen oder auch mit dir so auf Xinzhao. Ja, ich fand das war ein bisschen dann komisch. Die waren doch schon recht OP. Ja, die waren dann auch ein bisschen scared, glaube ich, am Ende. Also wir haben halt, sagen wir mal zum Beispiel, ich hab dann gesehen, der Viego ist am Drake, ich war so, gut, okay, wir gehen jetzt einfach Voidcrafts, weißt du? Und dann war ich so, dann macht halt der Viego Drake, wir machen Voidcrafts. Und auf einmal gehen da irgendwie Jonas und Samuel, gehen da einfach Botlane und so, Botlane geht da einfach rein und packt den Viego ab und der Viego war dann so total scared und so. Und ich war so, okay, du kannst eigentlich jetzt gehen. So, hast du gerade die Info gehabt, dass ich Voidcrafts gemacht habe? So, genau, so, da hatten wir nämlich auch zwei so Situationen, da habe ich mir nämlich genau das Gleiche gedacht. Das war eigentlich... Also, die spielen dann 4 gegen 2. Ezreal und Rakan sind beide ins Drake Pit gedasht. Also der vierte Mann ist der Drake dann an der Stelle. Haben beide keinen Flash und sind da stuck. Und die gehen einfach. Ja, ich war oder auch einmal, ne? Im zweiten Game war das auch. Ezreal hat, ich weiß nicht, den Varus irgendwann random angeeht und wurde geultied. Aber der Varus hat dann da auch ein bisschen gepanickt und hat halt nicht in den Busch gewartet und ist deshalb gestorben. Also das sah wirklich sehr spektakulär schlecht aus. Ja, ich hatte einfach ein bisschen Gefühl, also ich glaube, da war man einfach schon ein bisschen im Kopf der Gegner. Ja, wir waren mit dem ersten Stomp waren wir schon ein bisschen der im Kopf. So, das war, fand ich ein bisschen schade dann auch, dass sie dann so ein bisschen scared waren, weil wir dann einfach im Prinzip teilweise for free uns einfach die Sachen nehmen konnten. Aber was will man machen, ne? Genau. Ja. Gut. Als nächstes geht's dann gegen Clown Fiesta. Übrigens, extrem starkes Profilbild. Welche Pläne habt ihr? Habt ihr schon die Gegner angeguckt oder gibt es da irgendwelche Ziele, die ihr habt? Oder sagt ihr, wir gucken mal. Wir kommen jetzt aus der Starter, standen da 8-8. Das heißt, ich finde so Starter immer so ein bisschen schwierig, weil ich da recht wenig Erfahrung habe, wie gut die Teams dann wirklich sind. Aber habt ihr da schon Gedanken gemacht? Zweimal den genischen Nexus Last hitten und dann GG, I guess. Also das genau ist so. So weit sind wir bis jetzt eigentlich. Also, wenn ihr fightet, nehme ich einfach den Nexus neben euch. Ja, also wir haben jetzt so nicht, also wir waren jetzt so bei dem ersten Game, wir gehen da Schritt für Schritt an. Und wenn wir dann fürs zweite Game einen Termin haben oder halt jetzt wissen, wenn wir da sehen, dass die nur 5 Spieler haben oder so, dann gucken wir uns das schon mal ein bisschen an, was die so machen, können ein bisschen brainstormen, ein bisschen mal gucken und so. Aber wir haben jetzt noch nichts Spezielles gegen die geplant. Also ich habe noch nicht einmal irgendeine OPG von dem her angeguckt. Werden wir dann machen, sobald es soweit ist. Jetzt ist jetzt unser nächster Gegner. Jetzt geht
fängt der Weg in Richtung Game 2 an. Und da werden wir ein bisschen gucken. Und dann denke ich, haben wir da auch sehr gute Chancen wieder. Ich sag nur eine Sache: Think Sau. Punkt. Mhm. Punkt. Es gibt vielleicht gewisse Dinge, die sollte man nicht öffentlich sagen, aber jetzt mal vielleicht nochmal kurz eine Frage zu eurer Gruppe. Jetzt wurde ja die Gruppe gedraht. Gibt es vielleicht auch irgendwas, was ihr sagen wollt? Irgendwas, was euch überrascht hat, was euch freut oder irgendwelche Meinungen schon dazu? Ja, also ich habe kurz einmal drüber geguckt über die ganzen Teams. Also ich habe doch mal ein OPGG geöffnet. Actually, ich habe von allen mal so ein Massen-OPGG gemacht. Also ich würde jetzt meinen, dass es vom Elo-Bereich her nicht so, so ein bisschen eher lower Div 7 gefühlt ist. Also es ist schon für uns das klare Ziel aufzusteigen. Und ja, mal gucken, ich bin gespannt. Wir haben so ein paar Teams, wie man schon mal kennt. Wir hatten ja jetzt Critics und so weiter. Da hatten wir die Orga hat ja auch im True Cup oder im True Winter Invitation mitgemacht in der Gruppe B. Und sonst, ich bin einfach gespannt, die Baby Rift Barracuda, das kennt auch, glaube ich, jemand aus der Org. Und dann einfach cool mit ein paar netten Leuten da, mit ein paar netten Teams gehen die zu spielen. Hoffentlich immer gecastet werden, so viel wie es geht. Aber ist natürlich auch klar, wenn es nicht immer geht. Ist immer cool. Aber ich denke, wir freuen uns einfach jetzt auf die Games, egal auch gegen wen wir da treffen. Und wollen hier den ersten Platz machen, oder den zweiten wäre auch noch okay, aber wir freuen uns auf den ersten. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ich glaube, das war es dann auch von meiner Seite. Also, ich habe da, glaube ich, keine weiteren Fragen mehr. Wünschen wir euch alles Gute und man hört sich. Ja, vielen lieben Dank für den Cast. Ja. Ne? Vielen Dank, ich werde es auch nochmal, ich werde es mir noch mal im Nachhinein jetzt alles anschauen, wie ihr den Speerspitze gelobt habt. Ich hoffe, okay. Schönen Abend euch noch. Ne? Ciao, ciao. Macht's gut und danke fürs Zuschauen, alle. Ciao. Ciao. Ja, das war doch ganz nett. Ich will gar nicht lange rumfackeln, ansonsten, ja, was erwartet uns noch die Tage? Ich habe actually keine Ahnung, was uns erwartet. Hast du eine Idee, was uns erwartet die Tage? Keine Ahnung, nee, also terminlich, ich weiß nicht. Wir haben nicht mal für unser eigenes Team den Termin bis jetzt stehen, also. Also, ich kann mal kurz rüber gucken, wir haben einen super Sonntag, wie es aussieht. Also, wir haben Alpha Banger, die gegen die fünf Inten Märtyrer spielen am Sonntag wahrscheinlich. Ja, ich denke nicht, also so wie es aktuell ausschaut, vielleicht an einem Sonntag, vielleicht an einem Donnerstag. Eins davon wird es werden, hoffentlich. Ja, aber sonst bin ich auch raus. Dann haben wir natürlich ein tolles Duell. Und zwar haben wir die Cloud Trident gegen Anon. Das wird natürlich auch nochmal sehr interessant. Um 17 Uhr, parallel um 17 Uhr spielt unser Main-Team gegen Horizon. Die haben noch keinen Matchtermin. Die Abkürzung dafür ist Drake. Interessante Abkürzung für das Team Horizon. Und dann haben wir natürlich um 17.30 Uhr Lizard Trident. Und die kennen wir doch. Die waren nämlich damals nicht angetreten. Ja, auf jeden Fall gegen Lizard Trident. Um 17.30 Uhr. Mal gucken, ob wir das gecastet kriegen. Wäre cool. Weil die kennen wir noch vom letzten Split. Und dann geht es dann nächste Woche weiter. Am Montag haben wir die Claws gegen Black Eyes Dragons. Und eine halbe Stunde später spielt True Innovation gegen Tito Tortuga. Und das war es dann auch mit dem Spieltag. Also wir haben eine Menge noch quasi vor uns. Bin mal sehr gespannt. Ja. Dieses Mal haben wir ja relativ viel. Wir haben 10 Teams, die wir casten dürfen. Klingt auf jeden Fall nach einer Menge Spaß. Und dann freuen wir uns. Genau, also. Wir haben Atomic Banger vergessen. Was so in der ersten Woche rumkommt, genau. Da habe ich aber auch keine Ahnung vom Matchtermin. Ob da schon was steht.
Ich nehme mich auch nicht. Ah, hier, Atomic Banger. Am 9.2., das ist dann mal spät. Gegen Rising Espada, move your Mapfe. Okay. Auf jeden Fall könnte das auch interessant werden. Wir werden mal gucken, was wir davon gecastet kriegen. Ich möchte mich aber erstmal natürlich bei dir bedanken, dass du heute mit dabei warst. Ja, immer gerne. Also, es macht ja auch Spaß. Und auch vor allem bei den ganzen Zuschauern, die wir hatten, die uns hier quasi beigewohnt haben. Und dann bleibt mir nichts weiter übrig, als mich zu verabschieden. Und bis zum nächsten Mal. Bis die Tage. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Ciao.